sehr, dass das Interesse von Ihrer Seite als Angehörige auch so groß an dieser nicht ganz einfachen Thematik Bundesteilhabegesetz ist. Und ich möchte ganz besonders begrüßen Herrn Dr. Krause und bin auch wirklich sehr froh, dass wir Herrn Dr. Krause als Referent gewinnen konnten für das Thema. Ich glaube, da haben wir den richtigen Experten an unserer Seite, auch für Sie jetzt einen Einstieg zu bekommen in das Thema und mal so einen ersten Überblick, was erwartet uns denn da in den nächsten Jahren. Ich hätte zwei organisatorische Dinge, die ich gerne einfach kurz mit Ihnen besprechen möchte. Das eine wäre, der Herr Dr. Krause war so nett, er stellt uns die Präsentation, die Sie jetzt heute sehen, zur Verfügung. Ich würde nachher eine Liste auslegen, wo Sie sich gerne eintragen dürfen mit einer E-Mail-Adresse oder, wenn wir wünschen, mit einer Postadresse. Dann können Sie die Unterlagen zur Verfügung stellen und Sie können es zu Hause auch nochmal in Ruhe angucken. Sie müssen jetzt auch nichts mitschreiben, sondern können sich auf den Vortrag konzentrieren. Ich würde die Liste nachher dahin legen, tragen Sie sich bitte ein, wir nehmen die am Schluss mit und gucken dann, dass wir alle Unterlagen auch entsprechend Ihnen zukommen lassen. Ansonsten, heute treffen sich hier ja Angehörige aus unterschiedlichen Einrichtungen. Wir haben das in Kooperation, vier unterschiedliche Einrichtungen hier aus dem Landkreis Oberschwaben organisiert. Können Sie auch immer auf Ihre jeweiligen Einrichtungsleitungen zugehen. Die haben auf jeden Fall die Unterlagen auch von der Veranstaltung heute, sodass Sie da auch Zugang dazu haben. Vom Zeitablauf, wir hatten jetzt, oder der Herr Dr. Krause federführend hat geplant, so circa anderthalb Stunden für den Vortrag. Wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, diese zu stellen. Es ist auch im Anschluss noch Zeit geplant, dass Sie Fragen stellen können, dass Sie Ihre Anliegen auch nochmal anbringen können. Nutzen Sie die Chance, dass Sie hier so kompetenten Ansprechpartner haben. Ansonsten hoffe ich, dass Sie trotz des schönen Wetters heute Abend nach Hause gehen und sagen, oh, Gott sei Dank waren wir heute in Bein, das hat sich gelohnt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und wenn im Anschluss noch irgendwas unklar ist, dürfen Sie gerne auf mich zukommen. In diesem Sinne einen interessanten Vortrag. Herzlichen Dank, Frau Bauknecht, für die freundliche Begrüßung, auch Begrüßung von meiner Seite. Freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Es ist ja geradezu eine Herausforderung, bei diesem Wetter sich für so eine Veranstaltung zu entscheiden. Aber Sie werden heute hier einen kleinen, aber feinen Ritt durch das machen, durch die Landschaft machen, die da auf uns zukommt. Wir haben das Bundesteilhabegesetz und da ist ein wesentlicher Aspekt künftig, dass zwischen der Eingliederungshilfe und den Betroffenen immer Ziele vereinbart werden. Und mein Ziel, das ich gerne für selber heute vereinbare, ist, dass nach diesen anderthalb Stunden immer noch 50% die Augen aufhaben. Und dann schaue ich mal, ob das geklappt hat. Ja, wir nutzen die Zeit. Nur ein organisatorisches ist mir wichtig. Stellen Sie auch Ihre Fragen gerne unterdessen, zögern Sie nicht, Sie brauchen es nicht aufzusperren, Sie werden eigentlich nicht schaffen, mich aus dem Konzept zu bringen, weil ich eigentlich gar kein richtiges habe, deswegen ist das auch unmöglich. Zu meiner Person kurz, ich bin Rechtsanwalt, das ist der langweilige Part, bin auf Verbandsebene mit diesem Thema viel befasst, im Moment prägt es meinen Alltag. Ich bin aber auch Angehöriger, insofern habe ich auf das ganze Thema verschiedene Blickrichtungen und da schlagen auch viele Herzen in einer Brust und Sie werden mit mir heute erleben, da gibt es viel Positives, viel Nachdenkliches, was uns auch Sorgen machen muss, aber das ist ja immer so im Leben. Da will ich auch jetzt an dieser Stelle auch nur einmal den Gesetzgeber in Schutz nehmen. Es ist auch nichts Leichtes, immer allen jedem das Recht zu machen. Insofern versuchen wir da jetzt in dieses Thema sogar mit einer gewissen Hoffnung einzutauchen. Und das Thema lautet das Bundesteilhabegesetz. Und ich habe Ihnen zunächst einmal die Frage aufgeschrieben, warum gibt es das überhaupt? Es lief doch alles bisher, einigermaßen. Vielleicht lief auch manches nicht so gut. Was gab denn anders eigentlich das Bundesteilhabegesetz jetzt in Kraft zu treten und da muss man ein paar Jahre zurückgehen. Im Jahre 2009 haben
Dutzende von Staaten dieser Welt gemeinsam eine Urkunde unterzeichnen, in der sie eine Erklärung abgegeben haben, die lautet: Wir wollen mal in unseren eigenen, vor unseren eigenen Haustüren kehren und uns überlegen, ist das, was wir eigentlich an Regeln für Menschen mit Behinderung, für die Unterstützung und für die Regelung ihrer Lebenswelt haben, ist das eigentlich noch modern? Ist das eigentlich im Sinne auch ihrer Menschenwürde? Und genau diesen Auftrag hat auch die Bundesrepublik übernommen, als sie nämlich im Jahr 2009 die sogenannte UN-Behindertenrechtskonvention mit unterzeichnet haben. Als das damals veröffentlicht wurde, haben wir uns alle gefragt, wenn man das gelesen hat, das klingt alles schön, aber was bedeutet das jetzt? Nichts. Das bedeutet erstmal gar nichts. Das war nur eine Erklärung der Bundesrepublik, dass sie etwas tun möchte. Und wie das so immer ist in der öffentlichen Verwaltung, das dauert ein paar Tage. Und zwischen 2009 und dem Jahr 2017, als dann das Bundesteilhabegesetz verabschiedet wurde und in Kraft gesetzt wurde, sind ja ein paar Tage vergangen. Zum einen, weil es der Gesetzgeber versucht hat, gründlich zu machen. Zum anderen aber auch deshalb, und eigentlich noch viel mehr deshalb, weil er einen ganz großen Beteiligungsprozess eingeleitet hat, wo eben alle Betroffenen sozusagen oder Mitwirkenden der Einwilligungshilfe mit eingebunden waren, insbesondere natürlich auch die Interessenvertretung der Menschen mit Behinderung. Da wurde ja der schöne Titel geprägt: Nicht mehr über uns, ohne uns. Das heißt also, das ist ja auch, was sich der Gesetzgeber jetzt so ein Credo gemacht hat, das sehen wir dann auch heute noch, dass an den wesentlichen Verfahrensstufen künftig, wo es um Leistungen für ihre Angehörigen geht, nichts mehr ohne deren Zustimmung gehen kann. Das ist eine ganz wesentliche Veränderung, die ich großartig finde. Wir kommen im Einzelnen drauf. Naja, also das, was ich Ihnen da hingeschrieben habe, dass er sich bemüht, auch für Menschen mit Behinderung ein möglichst normales Lebensführung zu ermöglichen, na, das klingt alles gut, kann man sich als Angehöriger denken. Mal schauen, was denn das alles bedeutet. Das sind ja bisher nur Oberflächlichkeiten. Mir ist wichtig, dass Sie verstehen, dass eigentlich der Name Bundesteilhabegesetz, der sich jetzt hier so langsam in die Köpfe setzt, dass mir dieser Begriff, benutze diesen sehr ungern, weil er nicht das zum Ausdruck bringt, was das Gesetz eigentlich will, und der etwas hölzerne, wirkliche Gesetzestitel bringt es aber eigentlich viel besser zum Ausdruck, deswegen habe ich ihn auch mitgebracht. Es ist nämlich das Gesetz vor allem zur Stärkung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Was das in der Praxis nachher heißt, sehen wir an einigen Beispielen. Er drückt auch genau das aus, was ich vorher mit dem Titel Nicht über uns, ohne uns meinte. Die Eingliederungshilfe wird sich künftig daraufhin ausrichten, den Menschen an der Seite zu stehen, sie dahin nach ihren Möglichkeiten zu stärken, selbst zu entscheiden, will ich dieses oder will ich jenes. Es soll viel stärker zurückgedreht werden, das Rad, und das ist auch richtig, bei der wir als nicht behinderte Menschen sagen, das ist doch genau das normale Leben, das du sicher auch hast oder haben möchtest. Und genauso gestalten wir jetzt die Lebensumwelt und dann passt du dich dort an. Wenn Sie mal über Ihr eigenes Leben nachdenken, wie schwer tut man sich oft dem Normalen sich anzupassen, das was der Nachbar so als normal ansieht, sehen Sie vielleicht nicht. So, und was Ihr Ehepartner als normal ansieht, da hat man auch manchmal so seine Zweifel. So. Also ist das, was wir bisher leider auch in der Einigungshilfe gut gemeint gemacht haben, indem wir bestimmte Typen von Wohnformen vorgegeben haben, indem wir bestimmtes, wie wir im Neudeutsch sagen, ein bestimmtes Setting vorgegeben haben, ein bestimmtes Wochenprogramm vorgegeben haben, gut gemeint. Donnerstags wird dieses gemacht, Freitag wird das gemacht. Und das machen dann aber auch alle. Stellen Sie sich mal selber so ein Leben vor, also die verheiratet sind, kennen das. Aber ansonsten würden Sie sich eher einem solchen vorgefertigten Programm selber eher kritisch gegenüberstellen. Manche wollen das, wenn sie in Urlaub fahren, dann wollen sie irgendwelche Programme gemacht wissen.
Aber ansonsten wollen Sie doch sehr individuell entscheiden, möchte ich das also nicht. Und das ist uns natürlich in der Einwilligungshilfe in den letzten Jahren nicht immer gelungen, sondern da musste vieles auch in ein System gebracht werden, in ein Setting, wie wir sagen. Und genau damit beschäftigt sich der Gesetzgeber jetzt und sagt, naja, also wir müssen schon künftig sehr genau schauen. Und das ist im Grunde der Hauptpunkt eigentlich des Bundesteilhabegesetzes. Wir müssen schon personenorientiert schauen, was die einzelnen Menschen eigentlich wirklich wollen, mitwirken wollen, welche Wünsche und welche Ziele haben sie. Und das ist in den vergangenen Jahrzehnten besser, immer besser geworden, aber natürlich haben wir das, was wir heute machen im Bereich der Ermittlung dessen, welche Unterstützungsleistungen braucht der einzelne Mensch eigentlich, was passt zu ihm, welches Setting passt zu ihm nicht, haben wir oftmals, das müssen wir selbstkritisch sagen, den Daumen gemacht. Und das will der Gesetzgeber jetzt künftig verändern, dass das nicht mehr über den Daumen geschieht, sondern, ich wiederhole den Begriff, personenorientiert, ganz individuell auf den Einzelnen zugeschnitten. So, die zentrale Zielsetzung dieses Gesetzes zur Stärkung der Selbstbestimmung habe ich Ihnen da auch nochmal aufgeschrieben. Also es geht mit vielem, was der Gesetzgeber jetzt macht über dieses Gesetz, um die Stärkung und Verbesserung der Selbstbestimmung. Und da macht er zunächst einmal eines, das kann er am allerbesten. Er liest erstmal seine eigenen Gesetze und überlegt sich, behandle ich eigentlich bisher alle Menschen mit Behinderung genauso, wie ich alle nicht behinderten Menschen auch behandle? Und er ist nicht zu meiner Überraschung, aber zur Überraschung von sich selbst zum Ergebnis kommen, ja, da gibt es einige Sondergesetze, in denen behandle ich Menschen mit Behinderung ganz anders. Und genau das bereinigt, versucht er jetzt ein wenig mit dem Bundesteilhabegesetz zu bereinigen und schafft auch weite Teile dieser Sondergesetze ab. Ich will aber hier auch gleich einen kritischen Punkt anmerken. Die Stärkung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung, so sagt er, tritt ein, wenn ich Menschen mit Behinderung gleich behandle künftig. Wir werden aber heute im Laufe des Tages sehen, wenn ich Menschen mit Behinderung gleich behandle, kann es gegebenenfalls sein, dass sie nachher schlechter dastehen. Aber das ist die Kehrseite der Medaille von Selbstbestimmung. Er sagt, wenn Menschen mit Behinderung und auch diesen Anspruch haben, sie genauso behandelt werden möchten, die gleichen Rechte haben möchten, wie jeder andere auch, das ist für uns selbstverständlich eigentlich, dann muss man gegebenenfalls auch in Kauf nehmen, dass es eben auch nur diese Rechte gibt und keine Besserstellungen oder Sonderbehandlungen mehr. Und das werden wir an manchen Stellen künftig auch spüren, dass es hier an der einen oder anderen Ecke gegebenenfalls auch zu Erschwernissen künftig kommt. Und eines der wesentlichen Erschwernisse wird künftig sein, dass die Mitwirkung, was ich vorher sagte, dass Menschen immer eingebunden sein sollen, in jedem Schritt mit der Behörde zustimmen müssen, dass das wahrscheinlich die größte Herausforderung für viele Betroffenen sein wird. Denn da komme ich auch gleich auf eines der Grundprobleme dieses Gesetzes zu sprechen. Ich sagte vorher, dieses Gesetz ist entstanden in einem großen Mitwirkungsprozess von Menschen mit Behinderung. Nur, Sie können dreimal raten, welcher Kreis an Menschen mit Behinderung hat dort mitgewirkt? Diejenigen, die a in der Kommunikation sehr gut sind und zum anderen auch intellektuell den Dingen noch folgen können. Das heißt also, wir haben da eine sehr große Sprachrohr aus dem Bereich der Menschen mit Körperbehinderung gehabt. Die ist in diesem Gesetz unglaublich viel Gutes verankert worden, also aus deren Blickfeld. Denn die können auch sagen, ich will nicht oder ich will. Die können auch sagen, ich will mich in meinem sozialen Raum so bewegen oder so bewegen. Die können auch sagen, ich schaue mal, ob ich dahin komme und ob ich dahin komme. Nur, was machen wir mit den Menschen, die sich nicht äußern können, die nicht in der Lage sind, einem solchen Verfahren zu folgen, die nicht mal in der Lage sind, einen Wunsch so zu äußern, dass wir ihn auch verstehen und bei denen man nicht ständig sagen muss, ich denke mal, dass es sich für sie sich dieses oder jenes wünscht. Das ist das Problem der Stärkung der Selbstbestimmung. Denn das Umgekehrte ist nämlich,
Wenn in diesen neuen Denkweise ein Mensch seinen Wunsch nicht äußert und seinen Willen nicht äußert, dann wird er auch nicht beachtet. Das ist die Kehrseite der Medaille. Wenn wir also von der Fürsorge wegkommen wollen zur Stärkung der Selbstbestimmung, setzt voraus, dass Menschen auch grundsätzlich mal in der Lage sind, ihren Willen auch entsprechend zu äußern. Das ist eines unserer größten Herausforderungen, wie wir jetzt sehen werden in dem Gesetz. Also ich habe es gesagt, die Menschen sollen künftig an der Aushandlung dessen, welche Leistungen sie von der Eingliederungshilfe brauchen und wollen, auch aktiv teilnehmen. Es soll nicht mehr sozusagen ihnen ein Etikett auf die Brust geklebt werden, du bist Typ A und du bist Typ B und dahinter steckt ein folgendes Leistungsprogramm, und es soll ganz individuell ermittelt werden, was der Einzelne und die Einzelne braucht, ob im Bereich Wohnen, ob im Bereich Arbeit, ob im Bereich Freizeit, also in allen denkbaren Lebensbereichen. Ein weiterer wichtiger Punkt, und das beschäftigt ja auch ein Haus hier wie der Gastgeber St. Franziskus oder die anderen einladenden Einrichtungen auch, das ist ab, die Zeit können sich auch gleich merken, dem 01.01.2020 eines nicht mehr geben wird. Der Begriff der Einrichtung. Denn wir haben es ja in Deutschland geschafft, das muss man ja auch kritisch ein Stück weit sehen, bei aller guten Arbeit, die die Einrichtungen machen, also da will ich gar keinen Schatten drauf fallen lassen, dass wir in Deutschland eine Zweiteilung haben. Es gibt Menschen mit Behinderungen, die leben in Einrichtungen, und Menschen mit Behinderungen, die leben außerhalb einer Einrichtung. Wenn man viel Kontakt mit den Menschen hat, dann merkt man auch, dass sie diese Zweiteilung leben. Die einen haben es geschafft, außerhalb zu leben, und die anderen haben es nicht geschafft. Und mit dieser Zweiteilung möchte der Gesetzgeber aufhören. Es soll nicht mehr danach unterschieden werden, lebt jemand in einer Einrichtung oder nicht. Denn bisher ist es so, dass die Leistungen auch zum Teil unterschiedlich sind. Je nachdem, ob ich in einer Einrichtung lebe oder nicht. Er will dieses System aufgeben, und was das bedeutet, schauen wir heute auch an. Das heißt also, er möchte die sogenannte Sonderwelt der Einrichtungen, dort wo sich sozusagen auf einem Gelände alles abspielt, Wohnen, Freizeit, Bildung, Arbeit, alles auf einem Gelände, so leben sie ja auch nicht. Sondern man geht dorthin, das heißt also, man hat es in ganz unterschiedlichen Bereichen seiner Lebenswelten. Das ist seine Wunschvorstellung, dass es künftig für jeden Menschen mit Behinderung möglich wird. Diese Wunschvorstellung kann ich haben, wenn ich als Modellbild Menschen mit keiner Behinderung vor Augen habe. Da kann ich mir viel ausdenken und kann auch sehr schnell sagen, es bedarf diese Einrichtungen nicht mehr. Wir haben Personenkreise im Land, bei denen mir das Sorge macht, wenn es das mal nicht mehr geben sollte. Aber ich will Ihnen da immer sagen, je nachdem, es kommt bei der Behandlung der Frage, ist das gut oder schlecht, immer auch ein Stück weit darauf an, welche Personenkreise denken wir da. Und deswegen soll künftig, mit den Begriffen sind Sie vertraut, nicht mehr unterschieden werden, das ist jemand, der am Land wohnt, oder das ist jemand, der stationär wohnt, sondern im Grunde wird das künftig für jeden eine individuelle Wohnform sein, die eben passend für ihn sein muss. Und dafür stellt der Staat entsprechend Leistungen zur Verfügung, um dieses auch möglich zu machen. Aber man wird nicht mehr kategorisiert, danach lebt er in der Einrichtung. Man wird nicht mehr vor allem, das ist ja das im Grunde, was unser System gebracht hat, dass wenn einer ihrer Angehörigen eine bestimmte Bedarfslage hat, vor allem im Bereich der schwersten Mehrfachbehinderung, eigentlich es vorgegeben war, dass er oder sie nur eine Wahl hat. Er kann sich zwischen verschiedenen Einrichtungen sein Leben aussuchen. Entschuldigung, Hans. Das ist gar kein Problem. Im Grunde hat er nur eine Wahl, er kann sich zwischen verschiedenen Einrichtungen sein Leben aussuchen. Dass das aber zum Teil nur eine eingeschränkte Wahl ist, wird uns allen klar, weil es natürlich nicht in jedem Ort, auch nicht daher gerade, wo ich herkomme, ein solches Angebot gibt, sondern Menschen sind, je nachdem ihre Bedarfslage ist, oftmals verpflichtet, über Dutzende, Hunderte Kilometer hinweg die für sie passenden überhaupt Leistungsangebote zu finden.
Und da sagt der Gesetzgeber natürlich, das hat mit freier Wohnortwahl nicht mehr viel zu tun. Diese Erkenntnis hätte er auch schon vor 30 Jahren haben können, aber wir wollen ihm die Chance geben, als gute Christen jeden Tag wieder neu zu beginnen mit dem Denken. Die Erkenntnis hat er jetzt. Und er sagt, das oberste Prinzip, das aus dem Bundesteilhabegesetz folgt, ist zunächst einmal künftig, und wir sprechen immer über die Zeit ab dem 01.01.2020, jeder Mensch mit Behinderung in der Bundesrepublik soll sich zuallererst mal seinen Wohnort frei aussuchen können. Er soll nicht mehr gezwungen sein, nach seiner Bedarfseinstufung zunächst einmal zu schauen, gehöre ich jetzt in eine Einrichtung oder nicht. Und dann, wenn ich zu einer Einrichtung sozusagen meine Leistungen nur in einer Einrichtung bekomme, dann kann ich aus dem Feld eben aussuchen, was da eben gerade so im Angebot ist. Sondern zunächst einmal soll er es so machen, wie Sie es auch wahrscheinlich gemacht haben. Sie haben sich erst mal geschaut, wo komme ich her? Ist das meine Heimat? Will ich da bleiben? Gefällt es mir woanders? Oder Sie haben eine Arbeitsstelle gefunden und sind dann dorthin gezogen? Oder Sie haben einen Lebenspartner gefunden und sind nur ins Wohnungs mitgegangen oder in freien Stücken? Alles Leben spielt sich so ab bei uns. Und so wünscht er sich, dass für jeden Menschen mit Behinderung völlig unabhängig davon, wie hoch seine Hilfebedarfe sind. Ihr müsst eigentlich fast sagen, es ist doch eine Selbstverständlichkeit. In Deutschland ist das noch keine Selbstverständlichkeit. Also macht er jetzt künftig, wenn wir jetzt mal langsam den Blick auf die Eingliederungshilfe der Zukunft jetzt werfen, Folgendes. Er betrachtet jetzt zunächst mal die Menschen neu. Ja, genau so will ich es formulieren. Denn wenn wir uns mal kurz erinnern, Sie alle werden irgendwo in Ihren Ordnern zu Hause den ein oder anderen sogenannten Leistungsbescheid der Eingliederungshilfe haben. Da steht in etwas kryptischen Worten, was Ihr Angehöriger an Leistungen erhält. Und wenn Sie da genau draufschauen und mal danach fragen, welche Behörde hat eigentlich über diese Leistungen entschieden, dann werden Sie feststellen, dass das die Sozialhilfe entschieden hat. Die Sozialhilfe, Klammer auf, Abteilung Eingliederungshilfe, Klammer zu. Die Hilfen für Menschen mit Behinderung in der Bundesrepublik sind Teil der Sozialhilfe. Man muss verstehen, dass die Sozialhilfe ein Armenauffangnetz ist. Für alle Menschen in der Bundesrepublik, die nicht in der Lage sind, selbst für ihre Existenz zu sorgen. Und Existenz bedeutet ein Dach über dem Kopf, jeden Tag etwas zu essen, Kleidung zu haben und so viel in der Hand zu haben, dass ich mir sozusagen wenigstens meinen Alltag irgendwie beschreiten kann. Ich mache das mal in diesen einfachen Worten, aber genau darum geht es. Und dieses Gesetz stellt bisher die Hilfen für Menschen mit Behinderung zur Verfügung. Das kann man akzeptieren oder nicht, man muss nur eines sehen. Die Sozialhilfe hat einen wesentlichen Grundsatz und der lautet, bevor man von der Sozialhilfe etwas bekommt, muss man sämtliche eigenen Mittel eingesetzt haben, bevor man überhaupt etwas bekommt. Und ich darf so frei sein und sagen, das ist der Grund, warum jeder ihrer Angehörigen nichts auf dem Konto hat. Und das ist der Grund, warum Menschen mit Behinderung in diesem Land bisher ein Stück weit auch ungerecht und ungleich behandelt sind, weil für ihre Behinderung, die haben sie nicht verschuldet. Sind aber auch zwingend auf die Hilfen des Sozialhilfenetzes angewiesen. Das heißt also, sie sind, sobald sie Leistungen der Eingliederungshilfe heute in Anspruch nehmen, gezwungen, sich arm zu stellen. Und genau das ist etwas, was auch die UN-Behindertenrechtskonvention betrachtet hat und gesagt hat, die Staaten sollen dafür sorgen, den Menschen ein würdevolles Leben zu garantieren. Dazu gehört auch, dass sie zumindest einmal in ihrem Leben die Chance erhalten, über Einkommen und Vermögen zumindest so etwas aufzubauen, die es ihnen, sag ich mal, ihnen eine gewisse Würde verleiht, auch wenn auch im Kleinen, Entscheidungen für ihr Leben zu treffen und nicht für jeden Gang, nicht für jede Entscheidung letztendlich den Gang zur Eingliederungshilfe antreten zu müssen und darum zu bitten, dieses oder jenes zu finanziert zu bekommen. Das ist letztendlich die Ausgangssituation, vor der der Gesetzgeber jetzt stand. Und er hat sich entschieden, in der Tat das zu beenden und hat gesagt, die Eingliederungshilfe der Zukunft ab 01.01.2020
ist nicht mehr Teil der Sozialhilfe, sondern sie wandert jetzt in ein anderes Gesetz zunächst einmal. Das ist das SGB Römisch 9. Das ist das Gesetz, in dem alle Leistungen geregelt werden, die etwas mit Rehabilitation zu tun haben. Der eine oder die andere kann mit dem Begriff etwas anfangen, denn letztendlich ist doch das, was wir hier in der Behindertenhilfe machen, nämlich auch nichts anderes. Wir versuchen, den Menschen mit den Leistungen, sie ihnen ein Leben zu ermöglichen, mit dem sie erleichtert wieder den Zugriff, wieder in Klammer, den Zutritt in die Gesellschaft erreichen und die Teilhabe auch ermöglichen. Genau das ist ja der Begriff, der uns alle beschäftigt. Wie erreichen wir es, dass die Menschen besser teilhaben können am Leben in der Gesellschaft? Und deswegen sagt er, die Eingliederungshilfen, die Leistungen sollen künftig aus der sogenannten Rehabilitation kommen. Deswegen sind die Eingliederungshilfebehörden ab 2020 sogenannte Rehabilitationsträger. Jetzt werden wir sagen, ach Gott, Worte sind wie Schall und Rauch, was bedeutet denn das in der Praxis? Das hat eine ganz wesentliche Bedeutung, weil im Recht der Rehabilitation ganz speziell Einkommens- und Vermögensgrenzen geregelt sind. Das bedeutet, dass jedem, der Reha-Leistungen in der Bundesrepublik in Anspruch nimmt, dem gewährleistet ist, dass er einen bestimmten Teil seines Einkommens behalten darf und auch einen bestimmten Teil seines Vermögens behalten darf. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt zunächst einmal zur Stärkung der Selbstbestimmung, dass künftig, und das geht ja in Teilen schon jetzt seit 2017, Menschen mit Behinderung ein Mehr von ihrem Einkommen verbleibt und auch ihnen sollten sie beispielsweise einmal erben oder genau wie wir alle anderen auch in irgendeiner Form mal zu Geld kommen und das heißt, dass man in der ARD-Lotterie spielt, sie einen doch erheblicheren Teil jetzt sozusagen sich bewahren dürfen, ohne dass, wenn die Eingliederungshilfe etwas auszahlt, ihnen sozusagen in gleicher Form das auch wieder von ihrem Vermögen abgeschöpft wird. Das ist in der Tat ein wichtiger und großer Schritt und Sie können mir glauben, der Finanzminister, der damals noch im Amte war, als das Gesetz in Kraft trat, der ist heute Bundestagspräsident, ein Schwabe, dem ist das gar nicht so leicht gefallen. Hans Postelt, also der Scherbadener, Herr Postelt. Und deswegen ist das eine wesentliche Veränderung, die im Bundeshaushalt auch spürbar ist. So. Das heißt also, ja bitte. Ja. Die haben. Ich würde gleich darauf zu sprechen kommen. Vielen Dank, Sie nehmen es mir vorweg. Ich würde gleich, Sie brauchen eine Frage gar nicht zu formulieren, ich weiß gleich, was Sie meinen. Kommen Sie sofort darauf zu sprechen. Erlauben Sie mir nur sozusagen zum Einstieg zu sagen, die Eingliederungshilfe soll künftig nicht mehr Teil der Sozialhilfe sein, sondern bekommt einen eigenen Stellenwert, weshalb man zunächst auch mal Einkommens- und Vermögensregeln jetzt einführt. Die grundsätzlich, und wenn ein Jurist sagt, grundsätzlich gibt es immer eine ganze Menge Grundlagen, die grundsätzlich den Menschen zu einem etwas besseren, vermögensmäßig betrachtet, besseren Leben verhelfen soll. So, und die Leistungen, die die Eingliederungshilfe künftig leistet, die Inhalte schauen wir uns dann an, nennen sich künftig, nur dass ich schon mal an den Begriff gewöhnen, Leistungen zur Teilhabe. Das heißt also, Eingliederungshilfe ist nicht mehr dafür zuständig, Pädagogik zu betreiben. Sie ist eigentlich gar nicht mehr dafür zuständig, zu schauen, ob der Einzelne morgens frisiert ist, ob ein Mensch, der in einer Wohngruppe lebt, jeden Morgen ein Unterhemd anzieht und sich das Hemd zuknüpft oder gar eines anzieht. Das ist nicht mehr Aufgabe der Eingliederungshilfe künftig, sondern sie hat zu schauen, dass sie die Bedarfe deckt, die ein Mensch braucht, um Zutritt zur Gesellschaft zu haben, sich mit ihr leichter auseinanderzusetzen. Da könnte man als Eltern sagen, da gehört aber auch, dass man sich anständig frisiert. Ich kann Ihnen sagen, die Kantonisten in Berlin sehen das zum Teil anders. Die sagen, es gibt auch ein Recht auf Verwahrlosung, das können Sie auch jeden Tag wahrnehmen. Sie müssen nicht aufstehen. So können Sie auch entscheiden, im Bett zu bleiben oder sich nicht mehr zu waschen. Das ist ein Stück weit auch Recht ihrer Freiheit. Das so wird da jetzt argumentiert. Und die wehren sich auch dagegen, dass zum Teil in Wohngruppen Menschen
gekämmt werden und sie sozusagen ja fast schon bedrängt werden, sich jetzt anzuziehen und sich fertig zu machen für die Werkstatt, weil sie sagen, Stärkung der Selbstbestimmung, wenn die das nicht wollen, können wir sie doch nicht zwingen. Ich will Ihnen diese Geschichte nur deshalb erzählen, damit Sie sehen, wie schwierig das ist. Wir alle unterschreiben sofort Stärkung der Selbstbestimmung. Das ist für uns alles doch ein wichtiges Wort. Nur wenn wir dann mal auf die Praxis schauen, was das im Einzelfall bedeutet, das ist für einen körperbehinderten Menschen eine große Befreiung, dass er Geldleistungen bekommt künftig, mit denen er sagen kann, ich will dort wohnen und ich will dann immer in den und den Supermarkt gehen, dann brauche ich da vielleicht eine mobile Hilfe, dass ich da hinkomme und so weiter. Da schafft das Gesetz künftig sehr viele Freiheiten in der Tat, Stattung der Selbstbestimmung. Aber für Menschen, die das nicht können, sondern die letztendlich im kleinsten üblichen Alltag Orientierungshilfe, sage ich jetzt mal, brauchen, die oft auch nicht verstehen, warum man manche Dinge üblicherweise tut, sich morgens zu waschen und sich so anzuziehen, dass im Zweifel auch in der Schule oder in der Werkstatt andere mit einem auch noch umgehen. Da kommen wir jetzt künftig an die Grenzbereiche, wo mit der neuen Eingliederungshilfe, wo wir Diskussionen führen werden müssen, sind das noch notwendige Teilhabeleistungen oder ist das nicht Freiheit des Einzelnen zu sagen, ich will das nicht und deswegen sieht es im Moment die Eingliederungshilfe auch sehr kritisch. Das müssen wir abwarten, wie sich die Eingliederungshilfe auch in Einrichtungen dieser Art künftig mit diesen Fragen umgeht. Das ist das eine, die Leistung zur Teilhabe. Da gehört die Finanzierung des Wohnens zum Teil noch dazu. Da gehört natürlich die Finanzierung von Arbeit dazu. Da gehört die Finanzierung von Bildung dazu und die Finanzierung von medizinischen Rehabilitationsleistungen aller Art. Einzelheiten nachher. Daneben, ich habe Ihnen ja gesagt, dass der Gesetzgeber sich aufgegeben hat, mal seine Gesetze durchzuforschen, um mal zu überprüfen, behandle ich eigentlich Menschen mit Behinderung an allen Stellen des Lebens genauso wie jeden anderen auch und hat dann durchaus festgestellt, dass er das nicht tut. Er hat in bestimmten sozialen Sicherungssystemen die Menschen mit Behinderung zum Teil anders behandelt und behandelt sie auch zum Teil anders. Er versucht das jetzt zu verbessern. Mehr kann ich nicht sagen. Er stellt sie nicht gleich. Er hat an verschiedenen Punkten, da will ich heute aber jetzt nicht ins Detail gehen, weil es nicht unser Thema ist, Verbesserungen geschaffen. Nur in einem Bereich müssen wir einfach deutlich sagen, hat er versagt. In dem Bereich, der uns am allermeisten Sorgen macht, ist in dem Bereich der Pflege. Weil er dort an einer Unterscheidung festhält, die uns seit Jahr und Tag Sorgen macht und er auch weiter daran festhält, das bedeutet nämlich bei Menschen, die künftig in Wohnformen leben, die wir bisher als Einrichtungen bezeichnen, bleibt er dabei, dass die Pflegekasse sich im Wesentlichen nicht beteiligen muss an der Finanzierung von Pflegeleistungen. Und das ist eine wesentliche Ungleichbehandlung gegenüber anderen Menschen, die eben nicht in solchen Wohnformen leben. Ihm sind auch keine besonders guten Argumente eingefallen, warum er es beibehält. Er behält es einfach bei, wir erwarten wir aber in den nächsten Jahren noch Gegenwind und hoffen, dass er das noch ändert. Also das Bild, das der Gesetzgeber jetzt möchte mit seinen Leistungen, ist folgendes. Es soll künftig nicht mehr den Menschen mit Behinderung geben, und sie sind ja im Zweifel alles Angehörige von Menschen, die in solchen Einrichtungen leben, die sozusagen in eine Einrichtung gehen, bei denen es eine Rundumversorgung gibt. Die gehen dort hinein und ihnen wird der Tag und wie auch die Nacht organisiert. Das ist für ihn kein Ausdruck von Selbstbestimmung, sondern ein großer Ausdruck von Fremdbestimmung. Er möchte, dass jeder Mensch mit Behinderung, egal wo er wohnt, ob hier in Beind, in einer der Wohngruppen, ob außerhalb von Beind, was wir bisher als ambulante Angebote ansehen, oder wo auch immer, er soll zunächst einmal als Mieter dort wohnen können, wo er möchte. Das muss man nachhallen lassen. Das ist eine ganz wesentliche Veränderung, weil Sie durch Ihre Köpfe jetzt sicher die Frage gehen wird, wie soll denn das bei meinem Angehörigen funktionieren.
diese Frage haben wir uns auch gestellt, er bleibt dennoch dabei, er sagt, ich möchte, dass die Wohnortwahl die allererste Wahl ist und dann schaue ich, wenn sich die Person den Wohnort ausgewählt hat, was braucht sie vor Ort für Leistungen, um dann mit seiner oder mit ihrer Behinderung umgehen zu können. Denn das ist in der Tat, das begeistert mich der Ansatz, weil man ja durchaus sagen muss, je nachdem, wo ich wohne, kann meine Behinderung sich verstärken oder sie kann sich, ich kann mit ihr vielleicht sogar besser umgehen. Eine kleine Geschichte dazu. Hatten wir einen Fall, eine junge erwachsene Dame hatte einen schweren Unfall, Motorradunfall, mittlerweile einen sehr hohen Querschnitt, kann sich nicht mehr bewegen, muss regelmäßig in die Therapie gehen, sie ist ein Scheidungskind, lebte bei ihrem Vater, mit ihrem Vater, im 10. Stock eines Hochhauses. Der Vater hat die, ich konnte das kaum glauben, jeden Tag einmal runtergetragen, mit ihr zur Therapie und hat sie dann wieder hochgetragen. Der Vater natürlich schon im höheren Alter sagte irgendwann, ich kann das nicht mehr. Und hat deswegen auch die Therapie auf einmal die Woche begrenzt. Sie können sich vorstellen, dass es der jungen Dame deswegen nicht besser ging. Das heißt also, mit dieser kleinen Episode will ich Ihnen zeigen, die Wohnform kann ganz entscheidend dafür sein, wie sich meine Behinderung auswirkt. Und die Umgebung um diese Wohnform, sei es der Vater, der mir hilft oder nicht mehr helfen kann, und sei es die Treppenstufen und sei es die Nähe zum nächsten therapeutischen Angebot, können ganz maßgeblich dafür sein, wie sich meine Behinderung auswirkt. Und das ist der Ansatz, den der Gesetzgeber jetzt verfolgen will, wenn er sagt, ich möchte zunächst mal wissen, wo möchtest du wohnen? Und dann schauen wir uns gemeinsam an, welche Hilfen, welche Unterstützung du brauchst, damit du mit deiner Behinderung entsprechend umgehen kannst. Das ist nicht der Ansatz von heute. Und das ist eine wesentliche Veränderung. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich muss es fast jeden Tag wieder lesen, dass ich es glaube, dass das so kommen soll. Also er soll nieder wie du und ich sein. Er soll genauso Auszubildender und Beschäftigter sein wie viele andere. Das ist natürlich in der Bundesrepublik für Menschen mit Behinderung kein leichtes. Sie wissen, dass der Löwenanteil der Menschen mit Behinderung ihre Arbeit in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung findet. Und damit sind wir natürlich mit diesen Angeboten noch ein großes Stück weg von der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Auch hier unternimmt der Bundesgesetzgeber jetzt einiges, das will ich Ihnen nachher zeigen, wie er zumindest den Arbeitsmarkt ein wenig beflügeln will, mehr Arbeitsangebote für Menschen mit Behinderung zu schaffen. Aber den dritten Teil, den habe ich schon angesprochen, er möchte nämlich jetzt mit den Leistungen, die er zur Verfügung stellt, gemessen am Wohnraum, wo man lebt, den Menschen ermöglichen, dass sie individueller ihr Leben jetzt gestalten können. Vor allem auch Menschen, die bisher in stationären Einrichtungen leben. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe sehr viel mit Leistungserbringern, wie wir künftig sagen, weil es das Wort Einrichtungen nicht mehr gibt, zu tun. Das ist eine gewaltige Veränderung. Denn künftig auf jeden noch individueller einzugehen, bei einer bestimmten personellen Situation, die man hat, das wird eine Herausforderung werden. Aber wir sind ja immer da, auch die Perspektive der Angehörigen und der Betroffenen anzuschauen, was sie denn jetzt auch einfordern dürfen für das, was sie auch künftig bezahlen. So, was sind jetzt die wesentlichen Bausteine, mit denen sozusagen diese Stärkung der Selbstbestimmung, also der Möglichkeit, als Betroffener, unabhängig davon, welche Art der Behinderung ich habe, ob geistig behindert, ob seelisch behindert, ob sinnesbehindert oder mit verschiedensten Beeinträchtigungen behaftet, mit denen sozusagen mir die Möglichkeit gegeben werden soll, zu entscheiden, möchte ich dieses oder möchte ich jenes. Es sind unterschiedliche Facetten und da steht im Zentrum zunächst einmal die Überlegung, gehen wir zurück, die Überlegung, wenn ich schon auf jeden individuell eingehen will, dann muss ich jetzt zunächst mal mir jeden individuell auch anschauen und mich mit ihm die Lebenssituation besprechen. Mit ihm besprechen, wo möchtest du leben, von wem möchtest du dich unterstützen lassen, wie ist dein familiäres Umfeld, welche Unterstützung kannst du dort erwarten, wo sind deine persönlichen Beziehungen,
wo möchte ich eine Ausbildung machen, etc., etc. Das muss ich ja alles individuell ermitteln, sonst brauche ich nicht das große Wort darüber reden, dass ich künftig für Menschen individuell Leistungen zur Verfügung stelle. Und genau dieses Verfahren, damit man individuell jetzt mal auf die Situation des Betroffenen schaut, nennt sich künftig Teilhabeplanverfahren. Ein großes, hölzernes Wort, aber an das werden Sie sich gewöhnen müssen in den nächsten Jahren, weil alle Ihre Angehörigen ein solches Verfahren durchlaufen müssen, beziehungsweise teilnehmen dürfen. Ich will es positiv ausdrücken. Wir sprechen da vom sogenannten Teilhabeplan bzw. Gesamtplanverfahren. Was in diesem Verfahren passiert, das möchte ich Ihnen zeigen, weil darauf müssen Sie sich ein Stück einstellen. Das kommt auf Sie zu. Vielleicht mal um Zahlen sprechen zu lassen, da gibt es jetzt ein neues Verfahren. Ich sage nochmal, da müssen alle Leistungsbezieher der Eingliederungshilfe durch. Um mal Zahlen sprechen zu lassen, wir haben im Moment rund 25.000 Menschen, die in stationären Einrichtungen leben. Insgesamt haben wir etwa, glaube ich, 74.000 oder 75.000 Menschen, die insgesamt in der Baden-Württemberg Eingliederungshilfeleistungen beziehen. Sie können daraus etwa eine Ahnung haben, was da jetzt auf die Behörden zukommt, wie viele Verfahren die da bearbeiten müssen in den nächsten Jahren. Und das sollen Sie auch gleich sozusagen als Anlass nehmen können. Das wird einige Zeit dauern, bis Sie dran sind. Weil die Behörden müssen jetzt erstmal personell aufstocken. Aber davor kommt erstmal, dass die Behörden selber die Regeln erstmal verstehen müssen, was da jetzt zu tun ist. Auch die müssen genau solche Veranstaltungen machen wie Sie. Die müssen auch pädagogisch herangeführt werden. Und dann beginnt dieser Prozess langsam. Das Problem, ich will es gleich vorwegnehmen, ist, dass sich der Bundesgesetzgeber eine ganz fantastische Vorstellung gemacht hat. Er hat nämlich gesagt, dieses Verfahren, in dem sozusagen mit jedem ganz individuell seine Lebenssituation besprochen wird, diese Verfahren sollen ab 1.1.2018 beginnen. Dann hat man 2 Jahre Zeit, weil ja am 1.1.2020 das neue System in Kraft tritt. Wir haben ja jetzt, wenn ich es richtig sehe, Oktober 2018. Diese Verfahren haben noch nicht begonnen, jedenfalls noch nicht in der Intensität. Warum? Ganz einfach, die Behörden selber sind weder in ihrer eigenen Schulung so weit, noch haben sie das Personal, und das ist noch viel schlimmer. Sie haben ja nicht einmal die Instrumente und Programme, mit denen Sie das Verfahren durchführen sollen. Deswegen wird sich das alles noch etwas hinziehen. Ich will Ihnen nur gleich sagen, nicht, dass Sie glauben, Sie sind da gleich in den nächsten Monaten dran. Rechnen Sie mal nicht damit, dass Sie vor Ende nächsten Jahres da benachrichtigt werden. Das wird noch etwas dauern. Da haben wir noch eine gewisse baden-württembergische Verwaltungsschwerkraft. Naja, so. Also, es wird ein... Ja, bitte. Das heißt im Klartext, die Behörde kommt auf den Behinderten oder auf den zuständigen Betreuer zu, den Teilhabeplan anzugehen. So, weil Sie sich hier fragen, dann nehme ich es vorweg. Wir haben eine ganz wesentliche Änderung in der Eingliederungshilfe im Vergleich zu jetzt. Wir haben die ab 2020, nämlich... Bisher musste jemand, der behindert ist oder von Behinderung bedroht ist, auch nie einen Antrag stellen, um an Leistungen zu kommen. Es genügt, wenn die Behörde in irgendeiner Form Kenntnis von mir hat und weiß über meine Situation. Dann muss sie von Amts wegen mit mir in Kontakt treten und mir auch Hilfestellung leisten. Warum? Weil Eingliederungshilfe Teil der Armutfürsorge ist. Das ist das Grundprinzip, zu helfen, von Amts wegen, dort wo Menschen in Not sind. Ich sage das hier nochmal ausdrücklich, behinderte Menschen sind in Not. Ein Verständnis, das eigentlich unserem Menschenbild schon längst nicht mehr entspricht. So, jetzt habe ich Ihnen ja gesagt, wird die Eingliederungshilfe 2020 zu einer Reha-Leistung. Und Reha-Leistungen bekommen Sie nur auf Antrag. Man könnte etwas ketzerisch sein, wenn man jetzt behauptet, künftig ist man in der Bundesrepublik nur noch auf Antrag behindert. Wenn man
bekommt ja auch nur noch Leistungen, wenn man behindert ist. Das hört man in den Verwaltungen ungern, den Satz, aber letztendlich ist das so. Ich will Ihnen damit sagen, dieses Verfahren geht nur los, wenn Sie überhaupt einen Antrag gestellt haben. Das heißt also, das, was auf Sie zukommt als Angehörige, heute ist das eine Informationsveranstaltung, da brauchen Sie heute auch noch nichts tun, Sie können im Übrigen auch noch nichts tun, Sie brauchen heute Abend auch noch nicht zu googeln, wo es Anträge gibt. Ich kann Ihnen versichern, sie gibt es noch nicht. Denn auch die müssen erst noch die Formulare entwickelt werden, aber sie werden im Jahr 2019, und deswegen hat man ja auch gesagt, macht man die Veranstaltung jetzt schon mal, um Sie einfach zu sensibilisieren für das Thema, im Jahr 2019 werden Sie von den Anbietern, wo Ihre Angehörigen bisher auch Unterstützung erfahren oder wo Sie wohnen, Post bekommen. Sie als Betreuer oder Angehörige werden Post bekommen, und da ist mir eigentlich der wichtigste Rat des heutigen Tages, öffnen Sie die Post. Es ist nicht nur Infopost und die Nachricht über die letzte Sommerferienausfahrt in der Einrichtung, sondern da könnte Wichtiges drinstehen. Und da wird es drinstehen, und die Post wird es auch von San Franciscus geben, wie die Anträge zu stellen sind, wo sie zu stellen sind, in welcher Form. Diese Informationen werden Sie alle kriegen. Heute dient dazu, zunächst einmal überhaupt zu verstehen, was für eine Veränderung überhaupt auf einen zukommt. Aber ich hoffe, ich habe Ihre Frage damit beantwortet. Das Verfahren beginnt auf Antrag. So. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, die Information kommt zum Beispiel von der Einrichtung, der Behinderte heute ist. Richtig. Nicht vom Sozialamt. Nein, nicht vom Sozialamt, ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Und das ist auch eines der großen Sorgen, die ich mir mache. Sie haben sich jetzt heute, bei trotz dieses Wetters, den Fehler gemacht, hierher zu kommen. Andere haben es richtig gemacht, nicht zu kommen, aber ich mache mir um diese Sorgen, die schlicht an denen das vorbeizieht und die gar nicht wissen, dass es solche Veränderungen gibt, die sich schlicht darauf verlassen. Es geht halt so weiter wie immer. Denn Antrag stellen heißt, wer keinen Antrag gestellt hat, kriegt auch keine Leistung. Das ist ein altes behördliches Prinzip. Und der Gesetzgeber hat sehr klargestellt, es gibt keine Leistungen für die Vergangenheit. Also wenn ich jetzt zum 01.01.20 keinen Antrag gestellt habe, sondern erst im Juni 2020 komme, sind 6 Monate vorbei. Das ist ein Riesenproblem, und deswegen ist der Grund, warum natürlich auch die jetzigen Anbieter so ein großes Interesse haben. Also wir sind hier in einem christlichen Haus, und die haben ein Interesse daran, dass niemand da durchs Netz fällt. Deswegen haben die Einrichtungen, obwohl sie das gar nicht müssten, natürlich jetzt auch ein großes Interesse, solche Informationsveranstaltungen zu machen, weil wir Sorgen um all die haben, an denen diese ganze Information vorbeigeht. Da wissen wir auch noch gar nicht, wie wir das sicherstellen, dass wir an alle letztendlich herankommen. Ja, ich habe zwei Betreute, die bei ihrer Schwester wohnen, die an mir vielleicht auch eingeloggt sind. Wie komme ich da denn an die, also keine Sozialanzeige zu ihr? Also die, ich kann Ihnen nur einen Momentstand sagen, die Sozialämter hier in Baden-Württemberg behaupten, dass sie zu gegebener Zeit, das definieren Sie jetzt selber, wann das ist, zu gegebener Zeit die Leistungsbezieher anschreiben werden, um ihnen zu erklären, was sie tun müssen. Ob das die Eingliederungshilfebehörden genauso machen werden, wissen wir noch nicht. Die verlassen sich bisher auf die Leistungsanbieter. Aber ich will Ihnen damit nur auch sagen, allein durch die Einführung des Antragswesens wird es Veränderungen in der Eingliederungshilfe geben. Das ist eben gerade der Ausdruck, das ist nicht mehr staatliche Armfürsorge. Jeder wird irgendwie noch durchgeschleppt, sondern das ist eine Leistung, die muss ich beantragen, und dann kriege ich sie. Und wenn ich sie nicht beantragt habe, gibt es keine. Das ist ein Problem. Also das heißt, da wird mich das Sozialintegrationsamt, wie es in Ravensburg jetzt hier heißt, nicht als Betreuer auffordern oder informieren. Jetzt informieren. Läuft die Leistung aus. So ist es. 31.12.19. Sie müssen jetzt einen Plan stellen. Ganz genau. Sehr gut. Aber immerhin fordert die auf. Davon gehen wir im Moment aus. Ja, das setzt aber voraus, dass die betroffene, für Sie zuständige Behörde sich bereits schon über das neue Gesetz auch so informiert hat.
Also realistischerweise sagen wir, wird das Ganze ab dem zweiten Jahreshälfte 19 werden Sie die Information rechnen müssen. Da werden die Leistungsanbieter, so wie San Francisco, deutlich früher aktiv werden. Weil wir müssen uns ja eines vorstellen. Allein für die 25.000 Menschen, die in Einrichtungen, stellen Sie mal vor, wenn die alle erst im Dezember 19 ihre Anträge stellen, also in den Behörden wird spätestens ab der Weihnachtsfeier, und die ist meistens vor Nikolaus, Urlaub gemacht. Da wird ja nichts mehr bearbeitet. Also das wird ja, da müssen mit den Verfahren relativ früh begonnen werden, oder man hat eine gute Idee in den Behörden, wie man erst einmal vorläufig einfach Leistungen weiterbewilligt ohne Antrag. Ich bin mal gespannt, ob Sie das machen werden. Das kann ich Ihnen heute noch nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur für die Betreuer sagen, Sie haben ja auch Amtspflichten als Betreuer. Sie müssen sich als Betreuer informieren, im Zweifel selber dann die Behörde an und sagen, wann muss ich den Antrag stellen und welches Formular her. Ja. Aber wenn Sie sagen, der ganze in die Tabellen von Diagnosen, ja. Das ist ganz einfach. Ja. Vielleicht gibt es noch nicht, bevor ich nicht informiert bin. Hören Sie noch ein paar Minuten, machen Sie es noch gleich mit Diagnose. Eine Frage beschäftigt mich die ganze Zeit. Ich bin rechtlich betreut meiner Schwester. Ja. Und sie kann für sich nicht entscheiden. Ja. Ich muss die entscheiden können. Gibt es da irgendeine Einschränkung, die auf mich in Zukunft kommt, dass ich sie dann quasi sozusagen mit ins Boot? Ich handle immer in ihrem Wohl, also ich mache nichts, wo ich weiß, aus, ja. Dass irgendwas, dass ich irgendwie entscheide, womit sie nicht zufrieden oder glücklich oder auch gesund bleiben. Wir werden sehen, es gibt in dem Verfahren den Begriff der sogenannten Vertrauensperson, die werden Sie dann sein. Denn wenn die Personen selbst nicht handeln können, muss die Vertrauensperson handeln. Und das ist so sichergestellt. Nur, ich wollte nur vorher sagen, wenn wir künftig über Personenorientierung sprechen und nicht soll ohne Zustimmung des Betroffenen gehen, er soll aktiv beteiligt sein im System, müssen wir natürlich sagen, das ist so eine Sache bei Menschen mit Behinderung. Das kann bei einigen sehr gut laufen und zu ihrer Selbstbestimmung auch beitragen. Es gibt aber Menschen mit seelischer Behinderung, die können wochenlang sagen, naja klar, zu den Verfahren gehe ich hin, dann mache ich mit, das ist ganz toll. Und zwei Tage davor kriegen die ihre Krisensituation und da hätten sie sich gewünscht, die wären nie zu den Verfahren mitgegangen, weil die alles blockieren plötzlich. Also ich will Ihnen damit nur sagen, es ist nicht nur bei Menschen mit geistiger Behinderung mit Sorgen zu sehen, sondern eben auch bei den Menschen mit seelischer Behinderung, weil wir das, was wir uns da vorstellen, den selbstbestimmt handelnden Menschen mit Behinderung, das ist nicht immer der höchste Fall. Das ist unser Problem, deswegen vielen Dank, dass Sie die Frage stellen. Es wird eine ganz große Aufgabe auf Sie als Betreuer zukommen, weil Sie nämlich jetzt noch viel mehr formulieren müssen, was und auch mal reinhören müssen, was denn der Wunsch der oder des Betroffenen ist. Mir geht es nur darum, nicht, dass ich auf mein Recht hoffe, als ja. Ich hier betreut habe, nicht, dass mir das Recht genommen wird. Nein, ganz bestimmt nicht. Weil, das ist ganz bestimmt nicht. Weil einfach meine Schwäche nicht entscheiden. Ja. Ich will Ihnen jetzt zum Ausdruck kommen, dass das für Sie in der Zukunft nicht einfacher werden wird, weil Sie natürlich sich, wie Sie sagen, doch ganz im Sinne Ihrer Schwester entscheiden wollen, aber dann müssen Sie sich auch jedes Mal überlegen, was wollte sie denn eigentlich, beziehungsweise was will sie denn? Das ist ja manchmal nicht so einfach zu erkunden. Das kann ich als Vater von Kindern auch sagen. Da werden manchmal Wünsche geäußert, wo ich sage, ist das ernsthaft dein Wunsch? Das ist nicht einfach für Betreuer in der Zukunft, sondern an welchen Stellen das nicht ganz einfach ist, will ich Ihnen gleich zeigen. Neben diesem Verfahren, das wir uns anschauen, gibt es eines, das genauso wie Sie sich heute hier informieren, der Staat sagt, naja, ich weiß, dass das etwas völlig Neues auch für Angehörige und Betroffene wird und ich möchte Ihnen deshalb Möglichkeiten zur stetigen Information geben. Und hat sich deshalb überlegt, in der Bundesrepublik sogenannte Teilhabeberatungsstellen jetzt einzurichten. Da kommt ein ganz merkwürdiger Begriff, Unabhängige auch noch. Warum steht das dort? Weil die Behörden haben von Rechts wegen sowieso schon einen Beratungsauftrag. Die müssen ihnen ja auch Rat geben. Es ist nur immer etwas problematisch, weil die ja bei der Beratung mehrere Hüte aufhaben. Also wenn die Ihnen da einen guten Rat geben, dass Sie doch möglichst diesen oder jenen Antrag stellen,
könnte das ja auch Geld kosten. Und dann kann ich mir jetzt zweimal überlegen, gebe ich diesen Rat. Das ist jetzt etwas ketzerisch, aber wir sagen dazu auch, das ist auch ein gewisser Interessenkonflikt, den die haben. Und das hat der Gesetzgeber gesehen und sagt, ich möchte, dass unabhängige Stellen künftig diese Beratung mit übernehmen. Ich stelle ihnen Geld nur dafür zur Verfügung, dass sie das Personal bezahlen können. Ich nehme aber inhaltlich keinen Einfluss. Das tut er in der Tat nicht. Es sind mittlerweile, glaube ich, über 500 Teilhabeberatungsstellen der Bundesrepublik schon jetzt entstanden seit 1.1.18, die er auch finanziert. Und er setzt noch eines drauf, diese Beratung soll eine sogenannte Betroffenenberatung sein. Also im Idealfall, jetzt kommt da ein schwäbischer Begriff, findet da eine sogenannte Peer-to-Peer-Beratung statt. Betroffene beraten Betroffene. Wenn ich körperbehinderte Menschen da vor Augen habe, ist das etwas ganz Wunderbares. Da können die sagen, aus meiner eigenen Lebenserfahrung können sie das so machen oder da gibt es die Probleme. Wir wissen bis heute nicht, wie Taubblinde andere Taubblinde beraten sollen und wie Menschen mit geistiger Behinderung auch hier in der Beratung teilnehmen sollen. Das wird natürlich nicht funktionieren. Deswegen werden auch hier in Beratungsstellen durch andere Personen im Moment besetzt, die aber sich spezialisiert haben, darauf Angehörige und Betroffene von Menschen mit geistiger Behinderung zu beraten. Geben Sie im Internet heute schon www.teilhabeberatung ein und dann finden Sie ein Suchregister, da können Sie Ihre Postleitzahl eingeben und es zeigt Ihnen an, in welchem Umkreis, wo Sie welche Teilhabeberatungsstelle mittlerweile finden. Das ist noch nicht üppig, das will ich gleich sagen. Der kann ja jetzt auch erst 1.1.18 mit der Eröffnung. Das wird aber in den nächsten zwei Jahren werden mehr so Teilhabeberatungsstellen eingerichtet. Dort, was können Sie da in Beratung erwarten? Zumindest, wo muss ich meinen Antrag stellen? Was sind die wesentlichen Inhalte des Antrags? Und welche Leistungen kann ich zumindest künftig erwarten. Das sind so eine Basisinformationen, die sicher über das hinausgehen, was ich Ihnen heute im Grundsatz berichten kann. Das Unabhängig heißt, wenn ich es jetzt richtig weiß, heißt es ein Träger unabhängige Teilhabe. Ja, das ist nicht nur Träger, sondern auch behördenunabhängig. Das ist von beiden Seiten unabhängig. Ja. Die sollen nämlich gerade nicht auch, weil sonst wäre das auch, danke für den ergänzenden Hinweis, auch Leistungserbringer wie San Francisco soll jetzt nicht sozusagen der Hausberater werden. Da besteht nämlich immer eine gewisse Gefahr, dass die sagen, die besten Leistungen kriegst du bei mir, natürlich. Aber er hat es so weit geöffnet, dass natürlich auch ein ganzer bunter Strauß an Leistungserbringern sich zusammentun kann und eine Beratungsstelle zum Beispiel eröffnen kann. Das ist nicht ausgeschlossen. Er möchte nur vermeiden, dass es einseitige Beratung gibt und genauso soll vermieden werden, dass es nur die behördliche Beratung gibt. Das soll unabhängig meinen, unabhängig von Interessen. Auf das bin ich schon allgemein zu sprechen gekommen mit der Verbesserung Einkommen und Vermögenssituation. Da sehen wir gleich ein paar Zahlen. Und ich habe Ihnen auch gesagt, er bemüht sich jetzt schon seit 1.1.2017 Verbesserungen im Arbeitsmarkt anzuregen, mehr Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung einzuräumen. Ich werde hier heute keinen Schwerpunkt drauf legen und ich will Ihnen auch sagen, warum. Weil die ganzen Regelungen in der Praxis in den nächsten Jahren überhaupt keine Wirkung zeigen werden. Die hohe Quote an Menschen mit Behinderung, die wir in der Werkstatt heute haben, die wird sich in den nächsten Jahren auch nicht wirklich verändern. Der Arbeitsmarkt ist im Moment nicht willens und auch nicht in der Lage, so viele Arbeitsplätze zu schaffen, wie wir es eigentlich uns wünschen. Deswegen ist das ein frommer Wunsch, der da drin zum Ausdruck kommt in den Regeln. Deswegen ist das halt auch nicht der Schwerpunkt unseres Tages. Ich habe immer gesagt, es geht um Stärkung der Selbstbestimmung. Man muss aber, um die Wahrheit zu erzählen, auch noch das zweite Ziel des Gesetzes, das ist dann nämlich auch formuliert, und das ist sicher auch für unseren Finanzminister mit formuliert worden, der das viel schöner ausdrücken konnte wie ich, wenn ich sage, sparen. Es geht um die Begrenzung der Ausgabendynamik der Einwilligungshilfe. Das hat aber eine gewisse Ernsthaftigkeit, denn warum der Prozess mit dem Bundesteilhabegesetz so lange gedauert hat, hat schlicht und ergreifend ein Stück weit, Sie brauchen das nicht lesen können, aber ich glaube, Sie können eins erkennen, da geht irgendwas nach oben. Hat mit zwei Faktoren zu tun. Erstens,
Jahr für Jahr zeigt die Statistik, nimmt die Zahl der Eingliederungshilfeempfänger zu. Nicht, weil so viele Menschen, mehr Menschen arm geworden sind, sondern weil sie schlicht Bedarfe an Eingliederungshilfen haben, ob bestimmter Beeinträchtigungen, die sie haben. Diese Zahl nimmt immer weiter zu und die Belastung der Eingliederungshilfebudgets wird immer größer. Und deswegen musste der Gesetzgeber auch handeln und sagen, wir müssen es irgendwie schaffen, dass das nicht jedes Jahr exponentiell hier sozusagen die Kreishaushalte belastet. Naja, und wenn Sie sich jetzt das hier gegenüberstellen, dieses Ziel hier, wird versprochen, individuelle Leistungen, also nicht mehr Musteranzug, sondern Maßanzug. Und dann soll aber, natürlich soll es nicht teurer werden. Diese Formel mag man mir mal erklären, wie das funktionieren soll. Also manche würden ja behaupten, wer ein solches Gesetz dann formuliert, hat vielleicht selbst Hilfebedarf, weil es Teil einer seelischen Beeinträchtigung ist, die sich ausdrückt in der sogenannten Wegblendung bestimmter Realitätsteile. Entweder ich blende das einfach mal aus und sage, naja, also wenn es weniger, wenn es genauso viel kosten soll wie vorher, naja, dann ist mir egal, wie sich jetzt die Selbstbestimmung entwickelt. Oder ich sage, ja, ich stärke die Selbstbestimmung und dann schaue ich mal, ob es billiger oder teurer wird. Im Moment kann ich Ihnen aktuell aus Baden-Württemberg von den Verhandlungen berichten zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Es deutet sich doch sehr stark ab, es wird teurer. Ja, weil ich wundere. Weil sie an, zu teurer. Und das Verstehen auf der Seite, die die Kasse zu bedienen hat, wächst. Die Stimmungslage aber nicht. Okay. Das heißt also, Begrenzung der Ausgabendynamik. Warum? Dann muss er jetzt was tun. Und ein Mittel, um die Ausgabendynamik zu bremsen, ist, dass er sich jetzt den Grundsatz zunutze macht, ich behandle künftig alle Menschen mit Behinderung gleich. Und vor allem mache ich es insbesondere in einem Bereich vorrangig. Nämlich in dem Bereich, wo viele Menschen in unserer Gesellschaft das gleiche Problem haben. Erstens, dass sie keinen Wohnraum haben. Und zweitens, dass sie sich keinen Wohnraum leisten können. Und zweitens, dass sie Schwierigkeiten haben, sich ihr alltägliches Leben zu finanzieren. Da sind Stichworte dran wie Hartz IV, Hilfen zum Lebensunterhalt. Das heißt also, alle Menschen, die keine Arbeit haben oder nicht arbeiten können, aus welchen Gründen auch immer, die auf Hilfen des Staates angewiesen sind, um überhaupt für ihre Existenz zu sorgen. Und er sagt, Gleichbehandlung werde ich die Menschen mit Behinderung künftig dadurch, indem ich sage, sie sind doch nichts anderes wie die Menschen auch, die, wenn sie keine Arbeit haben oder sich nicht dafür das entsprechende Einkommen sorgen können, auch Hilfen des Staates angewiesen sind. Und genau das Prinzip setzt er jetzt durch, indem er sagt, egal wo ein Mensch mit Behinderung künftig lebt, ob in einer Einrichtung, ob in einer Wohnung, in Ravensburg oder wo auch immer, für alle gilt künftig die gleiche Finanzierungsregel. Alle müssen, und das ist der zweite wichtige Grundsatz, neben der Tatsache, dass sie einen Eingliederungshilfeantrag stellen müssen, bei der Eingliederungshilfebehörde, auf die neuen Leistungen, dass auch Sie als Angehörige, wenn Sie Betreuer sind, für die Betroffenen, die in einer stationären Einrichtung leben, bis spätestens Ende 19 einen Antrag auf Sozialhilfe stellen müssen, mit dem Sie zwei Dinge erreichen müssen, nämlich erstens, dass die Sozialhilfe das bezahlt, was der Wohnraum Ihrer Betroffenen hier kostet, weil Sie Mieter sind, und dass sie das bezahlen, was sozusagen der normale Lebensunterhalt hier kostet, weil sie hier essen, weil sie hier Kleidung gereinigt bekommen, weil ihr Zimmer gereinigt wird, weil sie alle möglichen, wie wir jetzt sagen müssen, Servicedienstleistungen erhalten, fast wie Hotelleistungen. Und das sind Leistungen zum Lebensunterhalt, für den täglichen Lebensunterhalt und genau für diese beiden Bereiche, Finanzierung von Unterkunft, und Finanzierung von Lebensunterhalt ist ab 01.01.2020 die Eingliederungshilfe nicht mehr zuständig. Sondern, damit Sie einfach in dem System verstehen, jetzt die Sozialhilfe wie bei allen anderen auch. Also da gilt wieder das Recht der Armenfürsorge
Aber da sagt man eben aus gesetzgeberischer Sicht, es gilt die Gleichbehandlung. Wir haben so viele Menschen im Land, die dieselben Leistungen brauchen. Da gibt es keinen Unterscheidungsgrund mehr, warum für Menschen mit Behinderung etwas anderes gelten soll. Ja. Heißt aber, wenn ich Ihre bisherigen Darstellungen richtig verstanden habe, dass dann der Teil der Pflegeleistung an der Stelle aus dem Haus. Das ist der einzige Teil, an dem es beim Alten lässt. Die Pflege, wenn Menschen in Wohnformen wie dieser hier leben, ist weiterhin die Eingliederungshilfe für die Pflege mit zuständig. Wenn ich außerhalb solcher Einrichtungen lebe, ist die Pflegekasse für die Pflegeleistungen zuständig. Lassen Sie mich das Thema aber nachher noch aufgreifen. Mir war es jetzt zunächst mal wichtig, Ihnen zu zeigen, ein wesentlicher Unterschied, der jetzt durch, das hat etwas mit dem auch Begrenzung der Ausgabendynamik der Eingliederungshilfe zu tun, indem er aus der Eingliederungshilfe jetzt das hinausnimmt, was wir alle kennen als Thema Dach über dem Kopf und Finanzierung des Wocheneinkaufs. Bitte schön. Die andere Frage. Ein Sohn, der lebt noch zu Hause, der kriegt Grundsicherung, aber alles andere, der kriegt keine Wohnkosten, keine Wohnnebenkosten, hat er nie bekommen. Weil Sie es nie beantragt haben. Doch, das ist abgelehnt worden. Ja, aber dann sollten Sie das jetzt tun, weil seit 1.7. das anerkannt wird. Sie sollten nur eines machen, Sie sollten vorher mit Ihrem Sohn einen Mietvertrag schließen, weil das die Behörde als Nachweis braucht. Zumindest braucht er eine Mietbescheinigung von Ihnen, was die Miete bei Ihnen einschließlich Nebenkosten kostet. Setzen Sie sich mit Ihrer... Ja, ja, dafür ist die Grundsicherung ja da. Das ist ja genau das, was ich Ihnen jetzt gerade sage. Sie ist dafür da, die Unterkunftskosten mit zu übernehmen. Also da würde ich Ihnen raten, sich mit der Sozialhilfe in Kontakt zu setzen. Ich spreche dieses Thema aber ganz besonders an, weil es eine Neuheit ist für jene Angehörigen, deren Kinder oder deren Angehörige hier in einer stationären Einrichtung leben. Sie haben künftig mit zwei Behörden zu tun. Bitte. Ich muss mir gar nichts kümmern, mein Mann hat einen Kurzunfall gehabt und sie also die Verantwortung ist nie. Ich muss mich bisher gar nichts kümmern. Ich bin die Betreuerin, meine Angehörige, Ehefrau, aber es geht alles über Berufsgenossenschaft und über Verantwortung ist nie. Kommen die dann auf mich zu? Muss ich das dann als Angehörige machen? Läuft das dann über die Berufsgenossenschaft wie bisher oder wie stehe ich da in meinem Fall? Ja, für die meisten, die hier sind, das unterstelle ich jetzt mal, ist bisher die Eingliederungshilfe zuständig. Die Eingliederungshilfe ist ab 1.1.20 Reha-Träger. Bei Ihnen ist die von Ihnen genannten Kasse künftig der Reha-Träger. Das heißt also, auch für denen werden Sie Post bekommen. Ja? Ganz kurz als Schlaglicht, was verbessert sich da in finanzieller Hinsicht und was hat sich verbessert und für wen hat sich verbessert? Das ist ja auch noch, beantwortet Ihre Frage, bin ich ja noch schuldig. Also, die Zahlen lese ich Ihnen jetzt nicht im Einzelnen vor, dafür können Sie sich die Folien dann ja nehmen. Ich will nur ein paar Aspekte zu sagen. Er hat in der Tat gesagt, ich verbessere für Menschen mit Behinderungen mal grundsätzlich die sogenannten Freibeträge im Vermögen. Seit 1.7.2017 hat er das von 2.600 Euro auf 25.000 Euro erhöht. Und am 1.1.2020 steigt es nochmal auf 50.000. Also da könnte man sagen, Respekt, jetzt brauche ich nur noch eine Möglichkeit, Vermögen zu erwerben. Bei denjenigen, die zusätzlich zur Eingliederungshilfe, aber auch Sozialhilfe brauchen, hat er das sogenannte Armenschirmvermögen von 2.600 auf 5.000 Euro seit 1.7.2017 erhöht. Und da kommt auch jetzt die Beantwortung Ihrer Frage. Für Menschen, ich mache es jetzt mal einem folgenden Beispiel, ein körperbehinderter junger Mann lebt zu Hause bei seinen Eltern oder alleine, machen es noch viel besser, alleine mittlerweile in einer Wohnung. Geht einem Beruf nach, hat einen Verdienst und so weiter. Für diese Person ist dieses Gesetz eine wirkliche Verbesserung. Ohne Zweifel. Wenn der etwas zur Seite legen kann aus seinem Verdienst, kann er hier wirklich staatliche Beträge anhäufen. Das ist bisher nicht möglich. Also staatliche Beträge im Vergleich zu jetzt. Jetzt waren es 2.600 Euro bisher.
Also das müssen wir mal anerkennen, das ist eine Verbesserung. Der Schwabe grunzt jetzt nur, ich weiß, aber das darf man aber sagen. Bloß, die Menschen mit Behinderung, die künftig eben nicht nur Eingliederungshilfe brauchen, sondern auch Sozialhilfe brauchen und verstehen Sie jetzt, was ich Ihnen vorher sagte? Ihre Angehörigen brauchen künftig Sozialhilfe. Da schaut die Sozialhilfe nochmal anders drauf und sagt, naja, also wir geben zwar jetzt nicht mehr den Schonbetrag mit 2600 vor, sondern mit 5000, aber das ist natürlich überschaubar, die Verbesserung. Das heißt also, Ihren Angehörigen werden diese politisch wunderbaren, wunderschönen Prospekten, also sieht das großartig aus, was da gemacht wurde, in der Realität für Ihre Angehörigen sind das überschaubare Wirkungen. Das will ich Ihnen einfach nur sagen. So. Ein wichtiger Aspekt, den ich an der Stelle auch nennen will, das werden Sie dann künftig in den Eingliederungshilfebescheiden sehen. Heute ist es so, dass die Einrichtung das, was es kostet, zu 100% bezahlt erhaltet. Und sollte einer Ihrer Angehörigen einmal durch eine Erbschaft oder was auch immer kurzzeitig zu Vermögen kommen, dann holt sich die Eingliederungshilfe bei Ihnen wieder den Ausgleich, also sozusagen im Nachhinein. Künftig ist es so, dass sobald jemand Ihrer Angehörigen Vermögen hat, die Eingliederungshilfe den Zahlbetrag an die Leistungserbringer von vornherein kürzt und sagt, liebe Einrichtung oder lieber Anbieter, hol du dir den Restbetrag bei den Betroffenen. Das wird für Sie als Betreuer und wird auch für die Einrichtungen ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand jetzt werden. Sollten Sie nur schon mal gehört haben, dieser Wechsel, damit sollen vor allem die Behörden entlastet werden und vor allem von einem entlastet werden, vom Zahlungsrisiko. Das heißt also, die Einrichtungen sind im Zweifel diejenigen, die jetzt dem Geld hinterherlaufen müssen. Da können Sie sich vorstellen, was da jetzt schon los ist in dem Bereich der Sozialpsychiatrie, wo es Menschen gibt, die ganz schnell auch gerne mal ihr Geld für andere Dinge ausgeben. Da haben natürlich viele Leistungsanbieter jetzt schon große Sorgen. Bitte, ja. Das erspart, ich weiß, das interessiert Sie jetzt noch für Ihren Fall. Ich habe Ihnen das jetzt hier auf dem Folien durch erspart. Da gibt es jetzt ganz viele Ausnahmevorschriften, wo bestimmte Beträge nicht eingerechnet werden. Also gehen Sie mal davon aus, dass solche Beträge, wie Sie von der Unfallversicherung bekommen, nicht angerechnet werden, dass Sie das auch weiter so behalten können. Ja? So. Aber genauso wie diese Menschen mit Behinderung über ihre Einordnung zur Sozialhilfe, sage ich mal, sehr deutlich arm gehalten wurden im Bereich Vermögen, hat sich Ähnliches ja im Einkommen auch abgespielt. Man hat den wesentlichen Teil des Einkommens schlicht abgeben müssen und einsetzen müssen. Auch hier hat er für Verbesserungen gesorgt. Dass die Zahlen lesen Sie nach, die muss ich Ihnen nicht im Einzelnen vorlesen. Das sind aber auch ja jetzt schon Verbesserungen eingetreten, das müssten Sie oder Ihre Angehörigen, die in der Werkstatt sind, zum Teil ja auch schon gemerkt haben, durchaus dann beachtliche Beträge, da will ich nicht hinter Berg halten. Das für mich jetzt viel wichtigere ist die Frage, um Sie jetzt mitzunehmen auf die Reise, was kommt denn da in diesem sogenannten Teilhabeplanverfahren auf Sie zu? Also wenn denn der Tag kommt und Sie die Nachricht erhalten, dass man sich jetzt über, und jetzt kommt der wesentliche Begriff, die Bedarfslage Ihres Angehörigen unterhalten will. Also jetzt auf die Person schauen will, sagt, was braucht sie denn, was hat sie denn für Bedarfe. Und da sieht das System jetzt künftig so aus, die Bedarfe, ich sagte, es sollen individuell ermittelt werden und für diese individuelle Ermittlung soll es ein einheitliches Instrument geben, das ist ein Fragebogen, warum soll das einheitlich sein? Weil wir den bisher nicht haben. Das führt nämlich dazu, dass jemand, der in Waldshut-Tingen ist, bei dem bisher die Bedarfe anders ermittelt werden, jemand, der im Bodenseekreis oder im Kreis Ravensburg lebt,
Vorderkarte Schleswig-Holstein oder in Mecklenburg-Vorpommern ist. Und ich bin der Auffassung, es kann doch nicht sein, dass ich sozusagen es die Gnade der Geburt ist, dass ich gerade in einem Landkreis oder in einer Stadt groß geworden bin, die vielleicht das schlechteste Instrument einsetzt oder das beste, sondern die echte Wahlfreiheit auch für den Wohnort hängt doch eigentlich auch davon ab, dass ich eine gewisse Sicherheit habe, dass ich überall dieselben Leistungen kriege, beziehungsweise überall mir dieselben Bedarfe anerkannt werden. Sonst funktioniert das mit der Wohnortwahl am Ende wieder nicht mehr so. Deswegen hat der Bundesgesetzgeber auch im Entwurf des Gesetzes gesagt, ich stehe dafür gerade, dass es in der Bundesrepublik künftig ein einheitliches Bedarfsermittlungsinstrument gibt. Dass, wenn also jemand auf Föhr geboren ist, der Insel Föhr, ganz im Norden, dessen Bedarfe gleich festgestellt werden, wie wenn er auch nachher an den Tegernsee zieht. So ist schon gestartet. Rausgekommen ist eine Regelung, die da lautet, dass es in jedem Bundesland zumindest ein einheitliches Bedarfsermittlungsinstrument geben gibt. Aber es muss es nicht geben, es soll es nur geben. Da muss man manchmal auf die Worte achten, die da drin stehen. Unglaublich. Wird an dieser Stelle der Bewerbung erlaubt, 1470 Seiten Gesetz, nicht in leichte Sprache verfasst. Könnten wir schon mal sagen, in der Schule würde es sozusagen für Betragen und Aufmerksamkeit ja als Noten geben, hier müsste man sagen, allein schon für die Form ungenügt. Weil dieses Gesetz mit so viel Verästelungen gemacht wurde, dass selbst die Spezialisten Schwierigkeiten haben zu verstehen, was ist gemeint. Jetzt frage ich mich natürlich, wie sollen es die Betroffenen verstehen. Aber das steht auf einem anderen Papier. Ich muss aber auch einräumen, wir haben auch ein kompliziertes Leben. Das ist manchmal gar nicht so einfach in Worte zu fassen. Aber jedenfalls für Menschen mit Behinderung ist dieses Gesetz nicht lesbar. Das kann man so eindeutig sagen. So, es soll aber in Baden-Württemberg ein einheitliches Instrument geben. Auf dieses hat man sich jetzt auch geeinigt. Aber es ist ja klar, dass ein solches Instrument, das neu ist, nicht sofort zur Anwendung kommen kann, sondern gerade hat man beschlossen, dass es jetzt erstmal eine Testphase geben soll. Jetzt tun 33 Stadt- und Landkreise von insgesamt 44. Das ist jetzt erst einmal ein paar Musterpersonen testen. Der Test geht jetzt bis März, April nächsten Jahres. Dann wird es nochmal ausgewertet und so kommen wir zu dem Ergebnis, dass diese Verfahren nicht vor dem zweiten Halbjahr 2019 beginnen werden. Also, wie Sie sehen, wir sind da dabei auf dem richtigen Weg, aber natürlich zeitlich viel zu spät. Neben diesem Verfahren ist etwas, neben diesem Instrument ist ganz wichtig, dass an diesem Verfahren nicht nur die Eingliederungshilfe teilnimmt, sondern alle Reha-Träger teilnehmen, die in irgendeiner Form in Frage kommen, als solche, die auch was von den Leistungen bezahlen müssen. Denn dem Gesetzgeber war es ein Anliegen, und das nehme ich ihm auch ab, mit einem Problem aufzuräumen, das viele Betroffene heute haben. Wenn Sie heute, und jetzt gehe ich mal weg von der stationären Welt, im ambulanten Bereich sind und für ihren Angehörigen eine bestimmte Leistung benötigen, die Eingliederung einfach nicht bereit ist zu übernehmen, dann werden sie beraten, heißt, da können sie mal einen Antrag bei der Krankenkasse stellen oder probieren sie es bei der Pflegekasse oder probieren sie es bei der Rentenkasse. Und das machen sie alle schön nacheinander, dann kriegen sie immer den gleichen Brief in alter Fußballersprache, nimm ihn du, ich habe ihn sicher. Also man wird immer nur auf die nächste Behörde verwiesen. Und selbst ist man nicht zuständig. Das ist für Angehörige ein sinnliches Martyrium und für die Betroffenen, die am Ende irgendwann aufgeben. Und damit will der Gesetzgeber aufräumen, indem er sagt, die Betroffenen sollen nur einmal dieses Verfahren durchlaufen müssen, an dem nehmen dann alle Behörden, alle in Frage kommenden Teil und sie kommen, bildlich gesprochen, nicht aus dem Raum, bevor sie sich nicht geeinigt hat, wer welche Leistung übernimmt. Und der Betroffene soll entlastet werden von diesen Behörden. Das ist ein großer Wurf. Haben Sie in der Praxis noch nicht durchgeführt. Aber zum Beispiel vom Ansatz begrüße ich das. Da soll die Pflegekasse genauso mit an den Tisch wie die Bundesagentur für Arbeit. Und alle, die sonst immer die Finger weggestreckt haben und gesagt haben, oh, das ist sicher Sache der Eingliederungshilfe. Auch dieses Verfahren soll ein Stück weit eine Entlastung für die Eingliederungshilfe finanziell werden. Wir wollen mal schauen, ob das so ist. Der Gesetzgeber hat gesagt, um
Aussagen treffen zu können, ob das wirklich eintritt, will ich mir das Ganze in 2 Jahren anschauen und mir berichten lassen, wie das funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, werde ich dann nochmal nachkorrigieren. Ja. Jetzt sagen Sie, das wird einmal erstellt. Aber der Bedarf an Leistungen ändert sich ja. Ja, ich meine mit einmal erstellt, es wird nicht von jedem Reha-Träger einzeln erstellt. Einmal gemeinsam, aber dieses Verfahren, danke, dass Sie das sagen, wird spätestens alle 2 Jahre wiederholt. Ist vollkommen richtig, weil sich ja die Bedarfe eines Menschen im Laufe seines Lebens regelmäßig verändern, gerade ja auch bei jüngeren Menschen. Also Sie haben ja bestimmte Abschnitte, irgendwann ist Ihre Ausbildung mal vorbei, dann gehen Sie in die Arbeitsstelle, dann ändern sich Ihre Bedarfe auch wieder. Es wäre ja fatal, wenn die Bedarfe nur einmal festgestellt würden. Das ist ganz klar, vielen Dank für den Hinweis. So, und an diesem Verfahren ist zwingend im Kern der Betroffene. Also es wird nicht einfach nur über jemanden in einer Akte gesprochen, sondern mit ihm. Und wenn er selbst nicht kann, dann zusammen mit dem Betreuer. Und deswegen sind Sie hier, weil das kommt auf Sie zu. Nicht über uns, ohne uns. Sie müssen teilnehmen. Und ich sage das hier ganz einfach, und das ist einfach meine Sorge. Wenn Sie den Mund dort nicht aufmachen, wird es nicht besser. Ganz einfach, weil dann entscheidet es eine Behörde. Es wird eine ganz große Verantwortung auf die Betreuer und Angehörigen zukommen, die hier ihren Betroffenen eine Stütze sein müssen, und die müssen sich gut vorbereiten auch auf ein solches Verfahren. So, und am Ende, wenn die Bedarfe dann festgestellt sind und geklärt ist, welcher Reha-Träger welche Leistung übernimmt, kommt da am Ende ein Plan raus, in dem auch steht, wer ja was bezahlt. Und dann steht darüber, folgende Leistung zur Teilhabe erhält also der Betroffene. Das ist hier das individuelle Teilhabeplanverfahren, jetzt mal im Grundsatz. So, und jetzt habe ich da aufbauen lassen, das habe ich Ihnen schon gesagt, das Ganze gilt eigentlich schon seit 1.1.18, gesehen haben Sie davon wenig. Die Leistung zur Teilhabe soll es aber schon ab 1.1.20 geben. Also wir können mal festhalten, wir müssen uns gerade in Baden-Württemberg überlegen, wie wir das jetzt in der Anfangszeit ab 1.1.20 mit diesen neuen Leistungen machen, weil die Bedarfe noch gar nicht festgestellt sind. Da werden wir eine Übergangslösung finden müssen. Aber ich sage mal, in spätestens 2021, 2022 werden alle Personen durch dieses Verfahren gehen müssen. Wenn ich jetzt von Bedarfen spreche, ist das so ein großes Wort, was für Bedarfe habe ich denn als Menschen mit Behinderung? Da kann ich mir ganz viel überlegen oder auch nicht. Und das hat der Gesetzgeber jetzt vorgegeben, endlich mal als Pflicht gegenüber, als Auftrag an die Behörden, in 9 sogenannten Lebensbereichen zu untersuchen, in diesem Verfahren, wo denn da die Beeinträchtigungen des Einzelnen sind. Also, das geht vom Bereich Lernen und Wissensanwendung, und es hat nichts nur mit Schülern zu tun, sondern auch im höheren Alter natürlich. Über Kommunikation, also kann ich kommunizieren, wo kann ich nicht kommunizieren? Stellen Sie sich einen Autisten vor, der in bestimmten Lebenssituationen überhaupt nicht kommunizieren kann, der ein bestimmtes Setting oder bestimmte Unterstützung braucht. Über die Mobilität, also sind natürlich körperliche Einschränkungen, auch bei geistig Behinderten gibt es natürlich dann die Frage der Selbstversorgung, bin ich in der Lage, meinen eigenen Haushalt zu führen, wenn nein, welche Hilfen brauche ich dazu, häusliches Leben, überhaupt sich sein häusliches Leben einzurichten, interpersonelle Interaktionen, hölzernes Wort, heißt schlicht, fähig zu sein, miteinander zu leben, Umgang mit dem sogenannten Nahbereich, Menschen überhaupt zu bewegen, angefasst zu werden oder andere nicht gleich zu verletzen und so weiter. Andere bedeutende Lebensbereiche, wie beispielsweise der Umgang mit Geld. Und nicht zuletzt, es ist ihm auch ganz wichtig, dass er zumindest jenen Menschen mehr Möglichkeiten, betroffene Möglichkeiten einräumen will, auch am gemeinschafts- und staatsbürgerlichen Leben teilzunehmen. Also erstens unterstützt er finanziell die Wahrnehmung von Ehrenämtern auch durch Menschen mit Behinderung. Das mag jetzt vielleicht für den Betroffenen nicht in Frage kommen, aber es gibt ja eine ganze Bandbreite an Menschen mit Behinderung. Und Sie sehen, wenn Sie allein das durchdenken, für Menschen mit Körperbehinderung ist das natürlich eine große... Die werden schon jetzt sehr individuell, können die auch auf ihre Bedarfe jetzt zu sprechen kommen. Aber ich will vielleicht zwei Geschichten dazu erzählen.
vor einiger Zeit kam eine Mutter auf mich zu, die mir berichtete, dass ihre Tochter Autistin sei, aber studiere, Politik studiere, und die möchte sich zum Gemeinderatswahl stellen. Aber sie hat schlicht und ergreifend ein Problem, mit so einem Auditorium zu malen, zu sprechen, also auch noch was Vernünftiges zu sagen im Vergleich zu mir. Und dann hätte sie dann auch Schwierigkeiten, überhaupt in solchen Sitzungen teilzunehmen, inwieweit denn da die Einliederungshilfe künftig ihre Leistungen zur Verfügung stellt. Sei es selbstverständlich, ja, da müsste das Gesetz gemacht worden. Würde Sie sich mal an diesem Beispiel sich das vorstellen können? Das mag für Sie jetzt vielleicht konstruiert darstellen, aber ich mache Ihnen ein anderes, vielleicht für Sie lebensnahes Beispiel, das ich in diesen Veranstaltungen immer wieder erzähle. Ich selbst habe ja auch noch die ein oder andere Betreuung, weil ich früher viel Betreuung gemacht habe. Und ich habe noch zwei Betreuungen. Und ein Betreuter ist ein Mensch mit sogenannten herausfordernden Verhaltensweisen. Wissen Sie, was das ist? Also jemand, der, wenn wir jetzt mal in der Fachsprache sprechen, in der Ziffer 7 im Lebensbereich interpersonelle Interaktionen hohe Teilhabbedarf hat. Der nämlich zum einen mit sich nicht im Reinen ist, der auch sich immer wieder selbst verletzt, aber vor allem Fremde verletzt. Primärbehinderung, Geistigbehinderung mit weiteren zusätzlichen seelischen Behinderungen verknüpft. So. Ich sagte Ihnen ja, seit 01.01.18 müssen die Bedarfe ja jetzt ermittelt werden nach diesen Kriterien, und er hat jetzt eben nun mal den Makel, dass er einen Rechtsanwalt als Betreuer hat, der sagte, komm, wir machen uns da frühzeitig auf den Weg, sind auch zu seinem entsprechenden Eingliederungshilfeträger gegangen. Ich habe da hingeschrieben, habe einen Termin gebeten, rechtzeitig nach Inkrafttreten des Gesetzes. Die Sachbearbeiterin hat mich nicht ins Herz geschlossen. Es hat sich aber dort etwas zugetragen, was nahezu mustergültig ist und als schönes Beispiel jetzt dient, was in den Verfahren ablaufen kann und besser nicht ablaufen sollte. In diesem Verfahren ist jetzt, wie ich sagte, Lebensbereich für Lebensbereich zu besprechen und zu schauen, welche Beeinträchtigungen erfährt die Person in seinem Lebensumfeld, wo er wohnt, im Bereich Lern- und Wissensanwendung und so weiter. Dann ist zu besprechen, welche Ziele die Person in diesen Lebensbereichen hat. Also beispielsweise, sehr eingängig wird für Sie sein beim Bereich Lern- und Wissensanwendung, wenn Ihr Angehöriger 25 Jahre ist, dann geht es entweder um irgendeine Erlernung, vielleicht Erreichen eines Schulabschlusses vielleicht, oder Erreichen einer Fähigkeit, dass er einem Beruf nachgehen kann oder einer Tätigkeit nachgehen kann. Also kann ich da ein Ziel formulieren. Ziele sollten ja natürlich immer so formuliert sein, dass sie auch irgendwann erreichbar sind. Also in meiner Vorstellung. Und wenn ich die Beeinträchtigung festgestellt habe, ein Ziel formuliert habe, dann kann ich überlegen, welche Leistungen braucht der Mensch, damit er in die Lage versetzt wird, dieses Ziel möglichst zu erreichen. So funktioniert von der grundsätzlichen Theorie personenorientierte Bedarfsermittlung. So müssen Sie sich das vorstellen, dass genau in diesem Abfragebogen mit Ihnen zusammen in all diesen Bereichen sehr detailliert in Einzelfragen geklärt wird, wo sind die Beeinträchtigungen. Und jetzt ist das Wichtige, was will der Einzelne? Und was will er nicht? Weil wenn ich diese Frage nicht stelle, ich genau das Gleiche mache wie in den letzten Jahrzehnten, dass ich sage, naja, Menschen mit den Beeinträchtigungen, die kriegen halt ein Leistungspaket, das geht von da bis da. Das ist nicht personenorientiert. Deswegen müssen Sie das mitmachen wollen, wenn Sie wirklich individuell leisten für die Menschen auch möchten, dass Sie dann für jeden Lebensbereich auch entsprechende Ziele erarbeiten und sagen, okay, dann recht Leistungen passen dazu. So, jetzt die Geschichte, die sind da aufgeschlagen. Da war die Lehrstunde auch dabei, dass man doch überhaupt verstanden hat, wie funktionieren die Regeln. Und dann haben wir das mit ihm durchgesprochen. Er war dabei und ich habe auch zu ihm gesagt, er ist bei mir sehr aufbrausend, doch größer.
so, dass er sich benehmen soll. Und versuchen soll, auf Fragen wenigstens eine Antwort zu geben. Und wenn er es nicht versteht, soll es auch sagen. So. Und dann kamen wir zu Ziffer 7. Vieles ist an ihm vorbeigerauscht, ohne Zweifel, aber da war er sehr hellhörig, wo es um andere Menschen ging. Und dann habe ich zu ihr gesagt, sie müsste ihm auch immer wieder mal eine Frage stellen, weil er soll auch ins Verfahren einbezogen sein. Und dann hat sie zu ihm, hat sie wirklich bemüht und hat gesagt, was er sich denn so gern in Bezug zu anderen Menschen vorstellen, was hätte er denn gern, wie würde er sich denn vorstellen, was täte ihm denn gut im Umgang mit anderen Menschen? Hat er kurz gestoppt und dann dachte ich mir, jetzt kommt's. Und dann sagt er, ja, ich hätte eine Frau. Da war sie leicht irritiert und dann habe ich gesagt, naja, ich wünschte jetzt nicht so, Bursche ist so im besten Alter. Gut, dann haben wir das einmal notiert. Den Wunsch, das Ziel. Ziffer 7 in der personellen Aktion, Frau. Jetzt wissen wir, bitte, also Beeinträchtigung kennen wir bei ihm, habe es kurz beschrieben, tut sich schwer im Umgang mit Personen, auch Gewalt und Ausbrüchen und so weiter, und dann haben wir jetzt ein Ziel. Jetzt brauchen wir nur noch Leistungen, die zum Ziel führen. Ja. So, dann hat man überlegt, dann hat man gesagt, dann sind wir ganz schnell in der harten Eingliederungsinterrealität, okay, also er erhält, um diesem Ziel näher zu kommen, Unterstützungsleistung in Form von Assistenz, die darauf achtet, dass er jeden Tag morgens, abends und mittags die Zähne putzt und er sich auch gut anzieht und dann noch so ein bisschen Training, dass er nicht so aufbrausend ist. Ich sage jetzt mal, das sind ein einfache Locken. Und dann habe ich zu ihr gesagt, glauben Sie ernsthaft, dass er damit in den nächsten 2 Jahren eine Frau finden wird? Allein die Tatsache, dass er sich die Zähne putzt, wenn er aber nicht zur Einrichtung rauskommt, wird die Chance, jemanden zu finden, überschaubar bleiben. Das sage ich auch für alle Herren, die mehr vor dem Fernseher sitzen, statt rauszugehen. Also wird die Chance nicht steigen, jemanden kennenzulernen. Die Frau geht es auch. Da habe ich gesagt, also wir müssen doch schon schauen, dass die Leistungen angemessen zur Zielsetzung. Entweder wir einigen uns auf ein anderes Ziel, oder wir müssen die Leistungen ausweiten. Mit der Geschichte möchte ich nur etwas in die Augen öffnen, worauf man da achten muss. Die Eingliederungshilfe wird entweder darauf schauen, dass die Ziele sehr weit unten gesetzt sind, oder sie hat sonst keine Chance, dann wird sie versuchen, irgendwie die Leistung, die sie bemisst, trotzdem klein zu halten. Dann werden aber gegebenenfalls die Ziele nicht erreicht werden. Und das macht mir Sorge in diesem Verfahren, weil alle 2 Jahre die aufmerksame Zuhörerin hat mich ja schon darauf hingewiesen, alle 2 Jahre die Bedarfe wieder neu ermittelt werden sollen und überprüft werden sollen, ob die Ziele erreicht wurden und wenn nicht, warum. Ja, was werden denn da für Gründe dann entstehen oder was werden Sie da für Diskussionen abspielen, wenn in 2 Jahren das Ergebnis rauskommt, er hat keine Frau gefunden. Wer ist da dran schuld? Dann sagt man, jetzt hat man der Einrichtung, wo er lebt, doch einen Haufen Geld bezahlt. Rausgekommen ist nichts. Ziel nicht erreicht, wirkungslos. Da sind wir auch schon beim nächsten wichtigen Begriff des Bundesteilhabegesetzes. Künftig sollen alle Teilhabeleistungen regelmäßig auf ihre Wirksamkeit untersucht werden. Das ist großartig, weil in der Tat viele Menschen auch pädagogisch mit ihnen unternommen wird, wo man sich manchmal vielleicht auch fragen kann, ja, also, wo führt das hin? Die Eingliederungshilfe möchte ja im Zuge der Bekämpfung des Ausgabenanstiegs nur noch wirksame Leistungen haben. Das ist für mich absolut nachvollziehbar. Das setzt aber voraus, dass ich jetzt auch messen kann, was wirkungsvoll ist. Wer Kinder hat und sie mal durch die Schulzeit gebracht hat, weiß, dass die öfters mal ein Diktat schreiben müssen. Erlebe ich jetzt gerade zu Hause auch. So, und wenn dann mein Sohn natürlich aus der Schule kommt und eine 5 heimbringt, wer hat diese 5 verursacht? Im Zweifel doch der Lehrer. Wenn er mit einer 1 bis 2 heimkommt, wer hat die 1 bis 2 verursacht? Natürlich der Vater. Wenn ich so Wirkungsmessung betreibe, betreibe ich keine echte Wirkungsmessung, sondern ich
male mir die Welt, wie ich sie gerne hätte. Und jetzt übersetze ich das mal, das Problem der Wirkungsmessung, das auf uns zukommt, in die Einwilligungshilfewelt. Wenn ein Mensch mit seelischer Behinderung oder er, von dem ich gerade sprach, der hoch und tief hat, alle paar Wochen, wenn er in einer Hochphase in dieses Teilhabeverfahren kommt, kann das super laufen. Wenn der aber am Tag bevor in eine Krisensituation kommt, kann das ein ganz schlechtes Verfahren für ihn werden, weil er alles ablehnt, weil er einfach alles ablehnt und nichts mehr teilnimmt. Das hat der Gesetzgeber an der Stelle leicht, will ich sagen, vergessen, in Kauf genommen, weil er sagt, ich muss Regeln für alle machen. Und deswegen sagt er, naja, man müsste halt im Zweifel der Betreuer die Wünsche äußern. Das ist natürlich, das machen Sie nach bestem Wissen und Gewissen. Ich glaube aber auch nicht, dass Sie uns forcieren können, dass Sie jedes Mal den Wunsch Ihrer Schwester oder wer auch immer das ist, genau treffen. Sie bemühen sich, aber wir können nur Annahmen treffen. Ich glaube, treffen muss. Ja, natürlich, diese treffen. Weil sie jetzt Gefühl gar nicht dafür hat. Aber verstehen Sie, was ich meine? Sie sind nicht in mir drin. Sie wissen im Zweifel nicht immer. Das gilt für alle Eltern übrigens auch. Also das ist immer so ein Wahrspiel. Ich will damit nur sagen, wenn man eben formuliert, es soll nicht gegen den Wunsch der Person sein, es ist natürlich schwierig, auf den Wunsch zu ermitteln. Also ich wollte Ihnen jetzt erstmal Gefühl dafür vermitteln, was in diesem Verfahren abläuft. Und vom Verlauf her, jetzt nochmal eine Übersicht, da kommt jetzt auch Ihre Frage zu gleich bei Moment zur Sprache. Es beginnt damit, dass in dem Verfahren zunächst mal die medizinische Diagnostik erfolgen muss. Also es müssen die primären sekundären Behinderungen zunächst einmal von ihrem Ursprung her ermittelt werden. Und das möglichst aktuell. Denn man kann es kaum glauben. Es gibt auch in stationären Einrichtungen Menschen heute im Alter von 60, 70 Jahren, bei denen wurde das letzte Mal vor 30 Jahren eine medizinische Diagnose gestellt. Und auf dieser Basis werden heute immer noch Hilfebedarfe festgestellt. Das muss man sich mal auch vor Augen halten. Das ist der Grund, warum der Gesetzgeber sagt, das kann doch nicht sein, sondern verlangt jetzt von jedem, dass auch zumindest in einer gewissen Aktualität die Diagnose vorgelegt wird. Er macht keine Vorgaben, damit jetzt Antwort auf Ihre Frage, wie detailliert das sein muss. Ja? Also das kann man detailliert oder auch etwas grober machen. Ich bin der Meinung, dass das, wie Sie das beschrieben haben, schon ausreicht. Wenn die medizinische Diagnose vorliegt, sollen also gefragt werden, welche Wünsche und Ziele hat der Betroffene in diesen neuen Lebensbereichen. Sie erinnern sich. Es wird mit Ihnen und ihm oder ihr der Betroffenen erörtert, und jetzt Achtung, es ist die Pflicht der Behörde, das zu notieren, zu dokumentieren, was Sie geäußert haben oder die Betroffene geäußert hat, weil sie sich verpflichtet ist, sich damit auseinanderzusetzen nachher in ihrer Entscheidung. Denn nur dann wird etwas auch überprüfbar endlich. Wenn jemand über meine Bedarfe bestimmt, muss ich wenigstens in diesem Land das Recht haben, nachzuvollziehen, wie er denn zu dem Ergebnis kam. Das ist heute nahezu unmöglich. Künftig soll die Behörde verpflichtet sein, in den Ergebnissen dieses Verfahrens schriftlich zu dokumentieren, was ist besprochen worden, welche Wünsche, welche Ziele wurden geäußert oder vereinbart, warum ist sie diesen Wünschen nicht gefolgt, warum hat sie die Ziele anders formuliert und mit welcher Begründung. Und wenn sie das unterlässt, können sie gegen diese Entscheidung vorgehen. Das soll jetzt keine Einladung sein, das zu tun. Aber ich will damit nur sagen, es gibt natürlich, und ich glaube, jeder wird zu seinen Erfahrungen gemacht haben, Situationen, wo eine Behörde einfach über Dinge hinweggeht. Aus Überforderung oder aus welchen Gründen auch immer. Also muss das Ganze, und das ist auch ein wichtiges Ziel des Bundesteilhabegesetzes, Transparenz schaffen, auch modernes Wort. Also es soll jetzt offenbar werden für jeden und nachlesbar werden, wie ist die Entscheidung zustande gekommen. Also Wünsche und Ziele, da müssen Sie sich einbringen. Was kann, dann wird überprüft werden, wird überprüft, was kann der Betroffene in den einzelnen Lebensbereichen, also was kann er selber, welche ehrenamtlichen Strukturen bestehen, was können die Eltern, wie bringen sie sich ein, soll ja nicht immer alles nur Teil der staatlichen Leistung sein. Und was
bleibt letztendlich übrig? Was kann er nicht alleine, auch nicht mit Strukturen in seiner Umgebung um ihn herum? Also das Maß der Beeinträchtigung wird damit festgestellt werden. Und am Ende überlegt man sich dann, welche Art der Leistung ist denn für den Einzelnen, um seine Ziele zu erreichen, gut und richtig. Ich bin auch behindert, denn wenn ich die Brille abnehme, sehe ich noch die Farben, aber auch viele schöne Gesichter nicht mehr. Aber ein technisches Hilfsmittel setzt mich in die Lage, mit meiner Behinderung umzugehen. Deswegen kriege ich Produkte. Es gibt auch Unterstützungen, es gibt auch künftig Leistungsanbieter wie St. Franziskus oder wen auch immer. Die heißen zwar nicht eine Einrichtung, aber sie sind ein Anbieter, der Wohnraum anbietet, der Unterstützung im Alltag anbietet, der Arbeit anbietet, der Freizeitbereich anbietet, bei dem es sich die Dinge auch aussuchen können soll. Und dann wird danach eben auch die Leistung zusammengestellt, aber auch nicht über den Kopf des Einzelnen weg, sondern auch Sie müssen dann in den Verfahren sich vorbereiten und sagen, also, naja, wohnen würde er gerne dort und die Unterstützung hätte er gerne von diesem oder von dem. Das wäre dann eine Wahlfreiheit. Es soll eben nicht mehr prinzipiell immer alles aus einer Hand im Vollversorger-Fürsorgemodus sein, sondern ein Stück mehr Wahlfreiheit auch eingeräumt werden. Das ist ein großes Wort. Ich kann aber gleich damit aufräumen, das wird in der Praxis nicht natürlich jetzt nicht sozusagen zum Supermarkt der Leistungen werden, sondern bestimmte Leistungen können immer nur mit anderen auch zusammen angeboten werden, weil so viel Personal haben sie gar nicht. Aber es soll ein Mehr in Bewegung im Markt geben und das spüren die Leistungserbringer jetzt auch in den nächsten Jahren. Also ich hoffe, Sie kriegen dann nur einen Eindruck, wie dieses Verfahren aussehen soll. Das hat zu dem letzten Block, den Sie gezeigt haben, Thema Produkte und Einrichtungen. Heißt es im Klartext, wir haben jetzt zum Beispiel, also unser Vorteil, geistig mehrfach geben. Ich bin St. Konrad in Haslach. Ja. Ich dort im Förder- und Betreuungsbereich. Ja. Das heißt, an der Stelle bei der Bedarfsermittlung könnte ich als Betreuer definieren, welche Unterstützung in der Einrichtung im Förder- und Betreuungsbereich ich als notwendig für sie sehe. Die selber kann es nicht äußern. Dort sollten Sie in dem Verfahren einbringen, erstmal, welche Ziele, man spricht um welche Ziele verfolgt man für den Betreuungsbereich, das ist das Erste, und dann, welche Leistungen dafür dienen. Eine wesentliche Aussage dieses Gesetzes ist, dass nachher der Betroffene bei der Umsetzung ein Mitspracherecht und in der Einrichtung oder bei dem Anbieter, wie es denn dann tatsächlich im Alltag umgesetzt wird. Das ist Stärkung des Selbstbestimmens. Ich habe schon gesagt, die Leistungen, die da unten rauskommen, werden in vier Gruppen aufgeteilt. Leistungen der medizinischen Reha, Teilhabe am Arbeitsleben, Bildung und soziale Teilhabe. Das ist der große Komplex natürlich, soziale Teilhabe. Und ich habe Ihnen gesagt, was nicht mehr drunter fällt, ist künftig die Wohnraumfinanzierung, weil das Sache der Sozialhilfe künftig. Naja, also, wenn Sie es mal so im Gesamtbudget sehen, ein großer Teil, aber nicht der Hauptpunkt. Ein großer Teil. Aber das Leben ist in der Tat, Wohnen ist der Mittelpunkt des Lebens. Gar keine Frage. So, was die größte Rolle spielen wird, und auch das ist eine, nicht nur eine Veränderung in der Begrifflichkeit, bisher sprechen wir immer von Förderung und Betreuung, diese Begriffe gibt es nicht mehr künftig, sondern sie nennen sich künftig Assistenzleistung. Also der Assistent steht neben mir, nicht vor, nicht hinter mir und ist nicht allumfassend, sondern er ist jemand, der mich berät, mich stärkt in der Wahrnehmung meiner Rechte, indem ich zumindest, wenn ich schon nicht selbst umsetzen kann, sagen kann, was ich will. Also dass er mit mir sozusagen immer wieder mich dazu führt, zu sagen, ja, ich möchte es so oder ich möchte es anders. Und auch da werden Sie in Bedarfsermittlung, in diesem Teilhabeplan, vor allem in Bedarfsermittlung, sehr genau erleben, weil der Gesetzgeber gesagt hat, Assistenz
die notwendigen individuellen Assistenzleistungen für ihre Angehörigen soll es für bestimmte Bereiche geben. Und auch die sind aufgeschrieben worden. Also es wird untersucht, welche Art der Assistenz braucht und will der Einzelne beim Thema Haushaltsführung. Welche will er bei der persönlichen Lebensplanung, also wo man regelmäßig nochmal drüber spricht, wie geht es weiter, wie sind deine Umzugswünsche, ja, also letztens sagte wieder ein junger Mann zu mir, er wäre so froh, wenn er endlich mal mit seinen Kumpels aus der Werkstatt auch in so einer Wohngemeinschaft leben könnte. Das ist Teil der Lebensplanung, also wann kommt mal der Schritt raus aus der Einrichtung hinein in die ambulant betreute Wohngemeinschaft und so weiter. Auch da brauchen die Menschen ja Unterstützung. Das können sie ja nicht alleine. Auch die Wohnungssuche und Platzsuche, auch dafür soll es Assistenzleistungen geben. Das muss aber individuell in die Zielsetzungen, in die Bedarfsplanung gehören. Also, einfach gesprochen, bereiten Sie sich also auf einen solchen Termin vor. Wie macht man das? Selbstverständlich wird, wenn Sie mit Beispiel jetzt hier mit San Franciscus in Verbindung sind, nehmen Sie Kontakt mit der Einrichtung auf, die wird das sowieso auch mit Ihnen tun und auch solche Verfahren mit vorbereiten. Sie müssen sich sozusagen im Gespräch mit dem Bezugsbetreuer auch auf diese neuen Lebensbereiche vorbereiten, also was sich mal Gedanken machen, was ist da für meine Angehörigen besonders wichtig und was ist aber auch unwichtig. Was sind Dinge, auf die er oder sie überhaupt keinen Wert legt. Das muss man auch mal herausarbeiten. Genauso wie Sie im Freizeitbereich auf bestimmte Dinge Wert legen oder auch nicht. Das ist individuelle Lebensplanung. Und das ist für Betreuer eine große, große Herausforderung. Ja. Das Einzige, was ich noch immer nicht verstehe, ja. Was passiert mit meiner rechtlichen Betreuung? Weil momentan entscheidet ja alles. Nichts. Es geschieht gar nichts. Sie handeln als rechtliche Betreuer. Sie nehmen Ihre Rechte in dem Verfahren wahr. Also das ist jetzt, ich muss es wirklich blöd fragen, es ist jetzt nicht so, wenn Sie jetzt sagt, so aus welchen Gründen auch immer, die Sie nicht verstehen, nein, das will ich jetzt nicht, egal in was bezogen, bin ich dann blockiert in meiner Entscheidung, kann ich dann für Sie nicht mehr entscheiden? Nein. Ich nehme mal an, dass sie auch einen Einwilligungsvorbehalt hat, die Betroffene. Sie können für die Betroffene und müssen im Zweifel auch, es ist ihr allererste Aufgabe, das, was Ihre Schwester äußert, zu würdigen. Und einzustufen, ist das etwas, was sie wohl reflektiert hat, dann müssen Sie diesen Wunsch auch akzeptieren. Wenn Sie auch zu dem Ergebnis kommen, das ist ein Wunsch, den sie äußert, oder ein Verhalten zeigt, der weg von jeder Realität ist, dann müssen Sie das auch in Ihre Entscheidung einbeziehen und dann entscheiden Sie es. Das ist Ihre Aufgabe als Betreuer. Meine Entscheidung wird nicht eingeschränkt. Nicht eingeschränkt. Es macht Ihre Aufgabe aber nicht leichter. Das wollte ich nur sagen. Ja. Das ist eine hohe Kunst, den Wunsch eines Menschen, der auch wenn er einem nahesteht, jedes Mal richtig zu ermitteln. Ich nehme mal kurz. Das gilt auch für jeden Eltern, das gilt für alle Eltern. Auch. Vielleicht für Sie seltsamer Hinweis, weil logisch. Wenn Sie es nicht verstehen, was abläuft, fragen Sie. Martern Sie diese Menschen, fragen Sie erstens, wenn Sie die Begriffe nicht verstehen, weil wenn Sie interpersonelle Interaktion, zwei Begriffe, über die referieren Wissenschaftler zwei Abende lang, da würde ich erst mal fragen, was geht es da? Lassen Sie sich erklären, weil dieses Verfahren ist entscheidend über die Leistung der Zukunft. Und nicht einfach nur nicken. Oder dann zu irgendjemand, der im Raum sitzt, schauen. Dann lassen Sie sich sehen, dann müssen Sie aktiv teilnehmen. Wenn die betroffene Person jetzt nicht wie in Ihrem Fall tatsächlich teilnehmen kann, sich auch einbringen kann, berücksichtigen Sie das, lassen Sie die ruhig reden. Und dann machen Sie sich ein Bild und sich dann und auch in der Vorbereitung, wie würden Sie denn selber antworten, wenn jetzt die Fragen gestellt werden? Welche Ziele erscheinen Ihnen in Vorbereitung auf das Gespräch in den einzelnen Lebensbereichen erreichbar? Das müssen Sie im Grunde, das wird jede Einrichtung so anbieten, mit Ihnen ein Gespräch, wo man mal vordefiniert, um welche Ziele wird es bei Ihrem Betroffenen gehen. Man hat ja auch jahrelang Erfahrung miteinander gemacht. Also gibt es ja auch von profunder Hand aus in der Einrichtung Unterstützung bei der Erarbeitung der Ziele.
Das best vorbereitete Teilhabeplanverfahren besteht darin, dass man vorher, wenn Ihre Angehörigen in einer Einrichtung sind, mit den Bezugsbetreuern erstellt hat, wo man schon die Ziele selber definiert hat, wo man die Leistungen auch etwa beschrieben hat und damit schon vorbereitet hineingeht, dann hat man auch eine Gesprächssicherheit. Und muss nicht erst da drin anfangen nachzudenken, weil das Verfahren ist einheitlich und standardisiert. Das ist ja der Sinn des Ganzen, dass das dann standardisiert wird. Also informieren Sie sich bei den Einrichtungsfachleuten, welche Zielsetzungen da in Frage kommen, was auch erreichbar erscheint, mit welchen Leistungen, mit welchem Umfang. Was dann aber auch der Leistungsanbieter zur Verfügung stellen können muss. Wenn er sagt, ich kann das aber nicht, dann muss man sich zügig schauen, wer kann es dann. Und wer kontrolliert, dass die Leistungen und die zur Verfügung gestellte, also die zur Verfügung gestellte Leistungen und der Bedarf praktisch umgesetzt wird? Ja, das kontrolliert die Eingliederungshilfe künftig sehr streng. Machen die das selber? Das macht sie selber. Das ist der gesetzliche Auftrag jetzt für die Eingliederungshilfe, dieses zu prüfen. Nicht nur, ob das Personal eingesetzt wird, sondern ob die Leistungen auch so erbracht sind, wie sie in dem Plan stehen. Und ich kann Ihnen sagen, das macht vielen Leistungserbringern große Sorgen. Nicht, weil die das bisher nicht tun, sondern weil es noch mehr Verwaltungsaufwand mit sich bringt. Denn das müssen wir einfach auch sehen. Das muss jetzt alles, jeder Schritt künftig noch stärker dokumentiert werden. Und wie ist es, wenn jetzt ein Angehöriger im Betreuer oder so auffällt, dass irgendwelche Leistungen, wo er genau weiß, dass die in dieser Form erbracht werden soll, nicht erbracht werden? Also zwei Ansprechstellen. Ja. Hier, der ist auf Ihrem Eingliederungshilfebescheid steht der Sachbearbeiter. Mhm. Erste Ansprechstelle, zweite Ansprechstelle, Heimaufsicht. Mhm. Sie sind nicht schutzlos. Ja. Sind Sie verpflichtet? Ja. Sie, ich gebe Ihnen recht, ich kann Ihnen jetzt nur sagen, was im Gesetz steht. Da steht viel. Aber dass dieses Verfahren für die Betroffenen ein Kommunikationsmittel zur Verfügung stellt, mit dem sie auch kommunizieren können, das heißt also im Zweifel muss es jemandem geben, der das übersetzt in einfache Sprache. Das wird noch eine große, wissen Sie, bei taubblinden Menschen, da kann ich mir genügend vorstellen, das wird eine Herausforderung. Ich komme zurück auf mein vorliegendes Beispiel angenommen, bei dem Teilhabeplan. Ich bin im Gespräch, jetzt in dem Beispiel für unsere Tochter, die selber gar nicht sprechen kann. Ja. Formuliere Ziele, ich formuliere auch bereits entsprechende Umsetzung. Ja. Mein Ansprechpartner im Amt, der stimmt dem zu. Ja. Und auf der anderen Seite ist aber dann der Leistungserbringer, ja. Für den das, weil das einmal ein überzogenes Ziel oder Maßnahme ist, der kann das nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Das heißt, da trägt ich ein Verfahren, mit Sicherheit dann zusätzlich schleifen. Ich würde es gleich an einem nächsten Podium beantworten. Ja, ich habe jetzt noch 10 Minuten, wenn Sie mir jetzt die Gelegenheit geben, die 10 Minuten voll zu benutzen, Ihnen noch ein paar Dinge zu erzählen. Danach können wir noch mal eine Diskussionsrunde anschließen, okay? Ja. Also überlegen Sie sich vor allem mit den Einrichtungsfachleuten, welche Assistenzleistungen, welchen Umfang praktikabel und auch möglich sind, um bestimmte Ziele zu erreichen, auch was die pflegerischen Bedarfe anbetrifft, muss man das genauso in den Verfahren erklären. Und Sie werden auch bei der Einrichtung abfragen müssen, mit Blick jetzt auf die Sozialhilfe, die ja künftig für den Lebensunterhalt sorgen muss, was kostet eigentlich der Lebensunterhalt in der Einrichtung? Das müssen Sie vorher abfragen, in aller Ruhe. Auch darüber werden Sie die Einrichtungen mit Sicherheit im Vorfeld informieren. Weil Sie brauchen ja diese Informationen, um in diese Verfahren gehen zu können. Den Rest würde ich jetzt hier abkürzen. Da wird zum Beispiel gefragt werden, wo möchtest du wohnen oder wo wohnst du jetzt, dass die Wohnsituation geklärt wird. Auch da will ich mir allerdings die Bemerkung erlauben, dass in dieser freien Wohnerwahl ist so eine Sache. Es ist eigentlich eine gute Sache, wenn ich den Wohnraum zur Auswahl habe. Ich komme aus der schönen
Feinstaubhauptstadt Stuttgart. Ein großes Bahnhofsgelände umgebaut, da werden Tausende von Wohnungen entstehen. Von Menschen mit Behinderung? Nichts. Ich will damit nur sagen, ich kann natürlich als Gesetzgeber schon das Ziel formulieren, dass jeder die freie Wohnortwahl hat, wenn ich denn die Wohnort finde. Also ich habe jetzt ein Recht, ob es auch Realität wird, das wird die Zeit zeigen. Also auch wenn ich den Umzugswillen habe aus einer Einrichtung, heißt doch lange nicht, dass ich auch die entsprechende Örtlichkeit finde. Ich stelle da immer die These aus, ja, das Gesetz wird etwas verändern, aber wahrscheinlich erst zur nächsten Generation. Weil wir diese Wohnraummöglichkeiten, die die Menschen auch brauchen, auch mit den ganzen technischen Ausstattungen, die die Menschen in Wohnungen brauchen, noch gar nicht geschaffen haben. Aber ich muss einmal, irgendwann werden wir mal beginnen müssen damit. Insofern dürfen wir den Gesetzgeber da auch nicht schelten. Wichtig ist mir auch, lassen Sie sich am Ende des Gesprächs die ganzen Teilnahmeziele, die man vereinbart hat, nochmal vorlesen. Das geht alles dann relativ zügig, dass Sie das einfach auch alles mitbekommen. Am Ende wird es sowieso auch nochmal dokumentiert. Und das Ganze endet nachher in einem sogenannten Gesamtplan. Das ist ein Dokument, wo sozusagen das ganze Verfahren nochmal dargestellt wird, wie man zu dem Ergebnis gekommen ist, warum jetzt welche Leistungen zur Verfügung gestellt werden. Also da steht drin, was waren die Erkenntnisse aus der medizinischen Diagnostik. Da steht drin, welche Selbsthilferessourcen der Einzelne auch hat, um bestimmte Dinge, Bedarfe selber auszugleichen. Da steht aber auch drin, welche Dienste und Unterstützungsleistungen von Anbietern in Frage kommen, damit diese Leistungen erbracht werden, die man jetzt zur Verfügung stellt. Es wird eine Aussage getroffen, was die Betroffenen künftig an Barmitteln zur Verfügung haben und vor allem hier auch die vereinbarten Teilhabeziele. Und dieser Gesamtplan ist gesetzliche Pflicht, jedem Betroffenen auszuhändigen. Dass endlich mal auch jeder die Möglichkeit hat zu erfahren, was ist eigentlich passiert. Ob man es nachher auch immer versteht, eine andere Frage, aber das ist schon mal ein Recht, das ist schon mal ein hohes Gut, überhaupt mal Transparenz in das Verfahren zu bringen. Wer nimmt an dem Teilhabeplanverfahren teil? Neben den Betroffenen, also auch die sogenannte Vertrauensperson, die Betreuer etc. etc., die zuständigen Träger, Eingliederungshilfe, andere Reha-Träger, gegebenenfalls wie bei Ihnen, Jobcenter, der behandelnde Arzt kann es sein und bei Anhaltspunkten auch die Pflegekasse wird beigezogen. Es wird Sie aber vielleicht überraschen, dass jemand fehlt. Richtig. Den hat man jetzt bewusst draußen gelassen, weil man sagt, Bedarfsermittlung hängt doch nicht zusammen mit dem Leistungserbringer. Den Bedarf habe ich zunächst mal und ich soll ja wohnen, in der Theorie wohnen können, wo ich will. Und erst wenn die Bedarfe und die Leistungen mittel sind, dann soll ich mir den entsprechenden Leistungserbringer aussuchen können. In der Theorie ist das ganz wunderbar. Wenn Sie aber offen sprechen mit den Eingliederungshilfeträgern, sagen die, es wäre uns natürlich schon recht, wenn auch ein paar Leute mit Fachkompetenz mit am Tisch säßen, die Menschen kennen, die auch beurteilen können, wie war die Verlaufsentwicklung eigentlich in der Vergangenheit, die auch fachlich vielleicht nochmal da Input geben können. Es wird in der Praxis so sein, dass die Leistungserbringer auch am Tisch sitzen. Es wird ohne sie nicht gehen, schlicht und ergreifend. Aber sie haben kein Recht auf Teilnahme, sondern sie müssen an den Tisch gebeten werden. Und wenn sie nicht an den Tisch gebeten werden sollten, überlegen Sie, ob Sie hingehen wollen ins Verfahren oder ob Sie nicht dann einen Vertreter der Einrichtung zur Vertrauensperson bestimmen. Dann sitzen Sie auch am Tisch. So. Sobald Ihnen also der Gesamtplan und dann danach der Leistungsbescheid vorliegt, müssen Sie sich dann prüfen, ist eigentlich alles dokumentiert worden, was wir damals besprochen haben. Und wenn das nicht der Fall ist, ist das Ganze auch angreifbar. Und dann gehen Sie natürlich zeitnah mit der Einrichtung und dem Anbieter, mit dem Sie das auch machen wollen, ins Gespräch. Und dann an die Frage, wie wird jetzt dieser Gesamtplan auch umgesetzt? Und da kommt das Thema, dass Sie natürlich jetzt einfach auch bestimmte Wünsche äußern können, wie dann die Leistung am besten umgesetzt wird. Aber das ist ein Verhandlungsprozess, weil natürlich jeder Leistungserbringer sagt, ich habe eine bestimmte Organisation, ich kann das nur in dieser oder jener Form umsetzen. Wenn Ihnen das nicht passt, dann sind Sie auf dem Markt verwiesen. Das ist die harte Folge aus Gleichberechtigung, weil in anderen Formen, wo Ihnen das Angebot eines Leistungsanbieters nicht passt, müssen Sie auch sagen, entweder ich nehme es oder nicht. Das ist leider die bittere Konsequenz. War eine Frage? Ja. Darf ich Sie nur
auf den Abschluss gleich verweisen, dann stellen Sie da Ihre Frage. Ich mache noch kurz ein paar Gedanken zu Ende. Ich gehe da ein Stück vor. Noch als Abschluss, was verändert sich jetzt im Hinblick auf die Sozialhilfe? Das ist mir wichtig. Ich habe es gesagt, Sie müssen auf den ersten, zweiten Hälfte des Jahres 19 einen Sozialhilfeantrag stellen. Das sozialrechtliche deutsche Gesetz, das wird in den wesentlichen Fällen ein sogenannter Grundsicherungsantrag sein. Antrag auf Grundsicherung. Da erhalten Sie bestimmte Informationen im Laufe des nächsten Jahres, was das bedeutet. Und was deckt die Grundsicherung ab? Einmal die sogenannten angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. Alle Ihre Angehörigen, die in einer stationären Einrichtung leben, werden im Laufe des nächsten Jahres von der betroffenen Einrichtung, sollten Sie da weiter bleiben wollen, Nachricht bekommen, was kostet das Zimmer und die Räume, die Sie mitnutzen. Was kostet die Heizung? Was sind die Nebenkosten? Das ist genauso, wie Sie es eben von Ihrem Vermieter auch erwarten dürfen. Dann werden Sie mal sich erst vielleicht erstmals Gedanken machen, was das Leben hier in so einer Einrichtung wirklich kostet. Denn über eines sollten Sie sich keinen Irrtum begehen. Vergleichen Sie diese Preise nicht mit Ihrer eigenen Miete, die Sie bezahlen. Weil Ihr Vermieter muss keine bestimmten Flurbreiten vorhalten. Ihr Vermieter muss keine technischen Sicherheitsbestimmungen wie Brandschutz in dieser Form umsetzen, wie es in solchen Einrichtungen notwendig ist. Also will heißen, hier sind die Nebenkosten relativ hoch, sind auch schon die Raumkosten relativ hoch, weil man in bestimmten Flächenausstattungen diese Gebäude bauen muss. Man kann gar nicht anders bauen, man darf gar nicht anders bauen. Ein Problem, das wir in der Praxis lösen müssen, ist, dass der Gesetzgeber sagt, aber ich stelle jetzt die Menschen mit Behinderungen gleich wie jeden anderen Sozialhilfeempfänger auch, der sich eine Sozialwohnung suchen muss. Nur in dieser Sozialwohnung, da muss ich keine Brandmeldeanlage vorhalten, da muss ich keine bestimmte Türausstattung, keine bestimmte Sicherheitsausstattung vorhalten, sondern da kann ich jede erbärmliche Pinte im Grunde nehmen. Dass hier aber die Kosten entsprechend so hoch sind, das ist natürlich in den Sozialhilferichtlinien bis heute natürlich noch gar nicht berücksichtigt. Wir kämpfen jetzt darum, dass wir bis zum Jahr 2020 hier für eine angemessene Finanzierung trotzdem durch die Sozialhilfe für die Menschen mit Behinderungen bekommen. Da bin ich auch guten Mutes, dass wir das hinbekommen. Die angemessene Kaltmiete ist ja über 40 Quadratmeter. Genau. Und dann, ich weiß jetzt nicht, gerade je nach Landkreis. Und ganz unterschiedlich der Mietzins. Und die Kosten über die Die werden nicht ausreichen. Das brauchen wir gar nicht lange reden, die werden nicht ausreichen. Im Moment geht es darum, wie viel die Sozialhilfe sozusagen hier immer noch oben drauflegen muss. Das ist jetzt im Moment etwas ein pädagogischer Prozess, den wir da durchlaufen müssen bei dem Vater schon. Genau, so. Also, aber gehen Sie jetzt einfach mal davon aus, wir werden das lösen. Zum 01.01.2020 werden also Ihre Angehörigen auf ein von Ihnen zu benennendes Konto, das heißt, Sie müssen ein Konto einrichten, eine Kosten der Unterkunft bekommen, die Sie dann wieder an den Vermieter weiterleiten, oder Sie sagen, die Kosten sollen direkt vom Sozialamt an den Vermieter bezahlt werden. Sie werden aber dazu hin auch noch einen monatlichen Satz bekommen zur Abdeckung Ihres sogenannten monatlichen Regelbedarfs, also alles, was Sie brauchen für Lebensmittel, Hausrat etc. etc. Nur, dass Sie sich mal einen Eindruck verschaffen können, das ist jetzt noch eine Tabelle aus 2017, wie sich dieser Regelsatz zusammensetzt. Das lesen wir jetzt in Anbetracht der Zeit nicht alles. Ich will Ihnen vielmehr die Zahlen zeigen. Menschen, die in ehemaligen stationären Einrichtungen leben, bekommen Stand 18 im Moment 374 Euro im Monat. Und mit den 374 Euro müssen Sie künftig den Lebensunterhalt bestreiten. In einer Einrichtung. Also Essen, Kleidung, Schuhe, was man halt eben so zum Leben braucht. Und davon, in diesem Betrag steht künftig auch das Taschengeld schon mit drin. Das ist gleich behandelt. Nur, dass Sie sich darauf einstellen. Also, Sie werden im Laufe der Zeit von ich frage mich jetzt San Francisco, im nächsten Jahr mit Sicherheit eine sogenannte Mietbescheinigung kriegen, da wird drinstehen, was die Miete im Zimmer kostet, damit Sie beim Sozialhilfe das vorlegen können, damit die diese Kosten dann auch übernehmen können und wissen, was sozusagen hier anfällt an Kosten.
Ich will damit enden, dass es natürlich Menschen gibt, die mit diesem Regelbedarfssatz nicht auskommen, weil sie bestimmte Sonderbedarfe haben, beispielsweise weil sie Diätkost brauchen oder andere oder bestimmte Medikamente brauchen. All das ist ja in diesem Regelsatz gar nicht eingepreist. Die können einen Antrag beim Sozialamt stellen, müssen sie auch, dass sie diese Mehrbedarfe auch bezahlt bekommen. Also ich will Ihnen damit nur einen Anhaltspunkt geben, da kommt mehr Arbeit auf Sie zu, weil Sie jetzt auch gegenüber der anderen Behörde diese entsprechenden Anträge stellen müssen. Aber auch hier werden die Leistungsanbieter natürlich mit Rat und Tat zur Verfügung stellen. Aber richten Sie sich mal darauf ein, dass Sie zumindest mal ein Konto einrichten müssen für Ihre Betreuten. Ich bin trotzdem der Meinung, dass wir das hinkriegen mit guter Vorbereitung. Und ich glaube, Sie haben den ersten Schritt in die richtige Richtung getan, um mal zu kommen, sich das anzuhören. Fühlen Sie sich damit nicht abgeschreckt, sondern eher ermutigt. Sie müssen heute mit dem Gedanken nach Hause gehen, es kommt mehr auf Sie zu an Verwaltungsarbeit und Sie müssen sich in diesem Verfahren auch einsetzen. Ich bin mir sicher, dass die, die sich da einsetzen, auch etwas erreichen können. Wir machen die Sorgen, die Altersalter sich für ihre Betroffenen nicht mehr einsetzen können, es einfach auch gar nicht merken, was da abläuft. Wie sich da der Staat noch schützend um die Menschen stellen will, weiß ich noch nicht. Aber am Ende enden wir immer mit einer Hoffnung in einem christlichen Haus. Ich bedanke mich. Frage ist, die Unterlage stellen Sie zur Verfügung? Oder ja, die Sie kriegen, Sie können sich da in eine Liste eintragen. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, jetzt.